Sind wir jetzt live? Jetzt sind wir live. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute zeigen wir Ihnen das neue Papierset Estelle. Und wir haben das diesmal verbunden mit dem Fabric Hardener. Und zwar, was Sie hier an dieser Dame sehen, das Kleid ist aus Stoff gemacht und dieser Stoff ist mit... Äh, Fabric Hardener, also viele kennen das auch als Fabric Stiffener. Das heißt, das ist äh, wie so eine Art Kleber, wo man den Stoff hineintaucht. Und wenn das trocknet, wird der ganz hart. Und ich erkläre Ihnen das nachher, wie das funktioniert. Jetzt gehen wir mal nochmal zu der Dame hier rüber. Ich klopfe jetzt hier mal drauf. Das ist also richtig hart und das ist eigentlich nur äh, Stoff, nichts anderes. Und wir haben diese, äh, diese Dame. Über eine Glasglocke gestaltet und ich zeige Ihnen das gleich ausführlich. Dauert sehr lange, bis es trocknet, ungefähr zwei Tage, aber dann ist es wirklich schön hart. Man kann sie anmalen. Wie man hier sieht, habe ich sie teilweise auch angesprüht. Ich habe sie also zuerst angemalt und dann habe ich sie mit unserem Rustoleum-Sprühflaschen ein bisschen weiß angesprüht, auch hier unten und anschließend habe ich sie von innen. Komplett gestaltet, also mit Lichterkette, mit den ganzen gelaserten Teilen, alles was in unserem Papierset Estelle enthalten ist. Ich hebe das Ganze mal hoch, weil ich muss sie Ihnen unbedingt auch mal so rundherum zeigen. Sie ist nämlich wirklich wirklich schön. Wir haben sie auf unser Tablett gestaltet und man kann jetzt hier innen sehen, man kann sie ein bisschen hier oben, da ist diese Lichterkette, hier ist noch ein bisschen Heißkleber irgendwo, wo ist es da? Ich finde es nicht da, zack. So. Und jetzt drehe ich sie auch einmal. Da sieht man, das ist also alles einfach so grober Stoff, den ich hatte. Da haben wir halt hier unten noch ein paar Blümchen. Hier haben wir schön die Briefmarken. Also das sind alles Bestandteile aus dem Papierset. Oben habe ich mit Spitze eine Schleife gestaltet. Und da ist das komplett rum. Wenn ich sie jetzt mal hier hochhebe, da sehen Sie, da ist die Batterie. Und da können Sie dann an und ausmachen. Und hier ist halt ein, eine schöne Kante. Und mit dieser Kante deswegen können Sie das Tablett auch perfekt hinstellen. Und hier innen sieht das so richtig wunderschön verwunschen aus, weil alles ist hier innen gestaltet worden. Ja. Da sieht man es richtig toll, so dreidimensional alles. Ich habe auch innen, wie man sieht, das Papier mit dem Papierweichmacher ein bisschen weicher gemacht und habe das Kleid von innen komplett mit dem Papier noch ausgestaltet. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen nachher. So, das stellen wir jetzt hier mal hin. Eine ähnliche Art ist jetzt zum, das daneben. Und hier sieht man jetzt, das ist ein Triptychon. Das sind also drei schmale Bretter, die wir anbieten hier auch. Die sind, wie wir die anderen Triptychons gemacht haben, auch hinten einfach mit einem Stoffband verbunden. Vorne haben wir das Papier drauf gestaltet. Und dieser Kopf, der da drauf ist, beziehungsweise mit dieser Büste, den Kopf habe ich von einer Puppe abgeformt. Wir haben ja dieses Zwei-Komponenten-Silikon, was Sie wirklich wie Knetbasse einfach anmischen können. Und dann habe ich von einem Puppenkopf habe ich das Gesicht gestaltet. Aber diese, diese Haare hier und diese Büste, die ist mit Harti, also auch das Gesicht ist mit Harti gemacht. Das habe ich einfach von Hand ein bisschen geschaltet, weil man braucht das ja nicht so detailliert machen, sondern einfach nur die, Bü die Büste, sage ich jetzt mal so angedeutet, den Hals und die Büste angedeutet. Hier vorne sieht man auch, da habe ich ein paar Papierröschen reingegeben. Hier, das ist alles einfach nur Harti, Aber das sieht direkt toll aus. Das sieht auch wie ein, ein sage ich jetzt, richtige Haare. Und von hier an, das Kleid hier rum, alles ist jetzt hier aus Stoff gemacht. Und dieses etwas Verkumpelte, was man hier sieht, was so ein bisschen auch aussieht wie Spitze, ist dann darüber nochmal mit Gase. Weil Gase hat ein, ist ein bisschen durchsichtiger und hat eine andere Struktur. Und wenn man das miteinander mischt, dann sieht das also sehr interessant aus und es, man bekommt noch mehr Strukturen und diese ganzen Röschen sind halt ganz einfach nur Papierröschen. Auch das ist wieder gestaltet mit dem Fabric Stiffener bzw. Fabric Hardener und es ist also direkt auf das Brett gestaltet worden und hier habe ich es gemacht, dass ich dann hinterher angemalt habe mit diesen typischen Technik, wie wir es bis jetzt gemacht haben, also mit erst mit Decosoft Indigo, dann mit dem Lasurgel Ebony und hinterher mit dem weißen, also mit Gesso. Einfach mit dem Drybrush-Technik drüber gegangen. Was wir dann hier weiter haben, sind alles unsere unterschiedlichen Karten, die man gestalten kann aus dem Papierset. Die haben Sie ja auch aus dem Video schon gesehen. Das Buch hier im Hintergrund, das kann ich auch noch mal kurz in die Hand nehmen. Das ist ebenfalls wieder so gestaltet. Das heißt, da ist jetzt so, so ganz einfach: da habe ich vorne und hinten einfach Stoff genommen, habe das. Äh, da reingetaucht, zerkrumpelt, hier draufgelegt, hier ein bisschen was frei gemacht, dann das Papier hier hineingelegt und dann hatte ich noch ein paar, paar kaputte Stücke von dem einen Rahmen. Das waren lauter so ein paar kaputte Teile und dann habe ich einfach diese paar kaputten Teile noch hier drauf gesetzt und schon war dieses Büchlein fertig. Das Einzige, was man bedenken muss, ist, das ist jetzt richtig hart, aber es braucht immer wirklich eine Weile zum Trocknen. Also, wenn man das dick und üppig mit dem Stoff macht und mit dem Fabric Stiffener bzw. Hardener müssen Sie mindestens einen Tag zum Trocknen einrechnen. Und dann kommt ja noch die zusätzliche Trocknungszeit jedes Mal für die verschiedenen Farbschichten dazu. Also, es geht nicht schnell. Es sollte, man sollte es auch nicht mit Hitze beschleunigen, weil dann wird es weich und krumpelt es zusammen. Also man sollte es machen, sich den Tag nehmen, schön trocknen lassen, anstreichen. Das kann man dann an einem Tag, das bekommt man hin. Aber grundsätzlich wird ja der Stoff richtig durchgesaugt. Also zum Beispiel diese Dame, die hat zwei Tage gedauert. Da braucht man wirklich zwei Tage, bis sie trocknet. Ebenfalls in diesem wunderschönen Papierset Estelle sind diese Herrenkarten. Und da bekommen Sie auf den Abschnitten, bekommen Sie die Vorlagen für diese Jacketts und dann bekommen die Krawatten bzw. Fliege ist da immer extra und auch oben der Kragen ist extra und auch hier dieser Kragen von dem so sodass man das Ganze ein bisschen dreidimensional gestalten kann und das sieht sehr, sehr schön aus. Sie können auch selber mischen, wenn man jetzt hier diese ganzen... Jackets und die Herrenmotive da sieht, da sieht man, sie können mischen, sie können natürlich selber bestimmen, welche Krawatte bzw. Welche, äh, welche Fliege sie wohin äh, sortieren und dementsprechend sind das äh, finde ich sehr schöne Herrenkarten, zum Beispiel mit, dem, mit den Hüten dazu, dass teilweise der Zylinder dabei, teilweise äh, sind halt normaler Hut oder dieser, dieser, dieser Herr der da steht, da kann man sehr schön etwas miteinander mischen. Man kann dem Herrn auch mal hier so ein kleines Schmuckstückchen dranhängen. Die haben wir ja auch, die zeige ich Ihnen nachher noch ausführlich. Das Passt alles zusammen und Sie können natürlich da nicht nur Geburtstagskarten, sondern auch wirklich mal so Gratulationskarten, wenn jemand irgendwas gewonnen hat. Deswegen haben wir den Pokal dazu getan. Oder also man kann natürlich auch Hochzeitskarten oder so etwas machen. Also ich finde sie sehr, sehr schön, weil wir haben das Nostalgische und haben aber trotzdem das Thema Herr sehr, sehr zeitgemäß, finde ich, abgedeckt. Das ist jetzt das Papierset, das werde ich nachher noch ausführlich zeigen, was wir bei HSE anbieten. Am 10. Mai sind wir nur um 9 Uhr da, also die zweite Stunde gibt es nicht mehr, es gibt nur die 9-Uhr-Stunde und da werden wir das präsentieren. Ich weiß nicht genau, wann es freigeschaltet wird. Ich werde auch noch mal schauen, da, ob es den richtigen Preis gibt und werde es Ihnen dann äh, sofort mitteilen. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir äh, noch ein kleines Angebot bei uns hier im Shop getan. Und zwar äh, ist uns festgestellt, also wir, ich sage, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Wir haben am ähm, Dienstag ist das, glaube ich, bei HSE. Am Dienstag haben wir äh, ein Bügelmotivset und zwar mit sechs Bogen der Goldmotive. Und äh, wir hatten vor, ich glaube, es war sogar ein Jahr. Hatten wir die Bügelmotive mit den Schmetterlingen und den Schriften und den Blumen und die waren sofort ausverkauft und da war die Nachfrage immer wieder extrem hoch. Jetzt haben wir sie nochmal nachbestellt und haben sie diesmal doppelt in das Set getan. Sam, wie viel haben wir davon? Wir haben nicht viel. Gell? Also wir haben eine, also alles was wir bekommen haben, wir haben das jetzt doppelt hineingetan. Es wird einen guten Preis geben. Ich meine. Unter 25 Euro. Äh, es ist einmalig, also danach holen wir sie, können wir sie nicht mehr reinholen. Es ist einmalig, aber weil, ich weiß noch, ich hatte diese Bluse, ich habe jetzt auch wieder eine Bluse gemacht, wo ich diese Strick. Und jeder fragt ständig danach, ob es die wieder gibt. Jetzt haben wir sie, aber nur eine gewisse Menge, aber dafür wirklich günstig. Also 25 für sechs Bogen ist es wirklich sehr günstig. Gibt es die noch einmal? Deswegen haben wir sie hier jetzt ein bisschen neu dekoriert. Und mein Gedanke war ursprünglich, diesen Stuhl zu gestalten. Und zwar gibt es von Rustoleum eine goldene Stoffsprühfarbe und die wollte ich ausprobieren. Und das, der Stuhl war ursprünglich grau und ich habe jetzt zuerst mal diesen Stuhl mit dieser goldenen Stoffsprühfarbe besprüht. Und da gefiel er mir schon gut, weil ich wollte ihn so ein bisschen shabby haben. Man sieht, das ist jetzt gerade, wenn man hier unten so guckt, das ist jetzt nicht gleichmäßig. Es ist so ein bisschen helleres Gold, ein bisschen dunkleres Gold. Das gefiel mir ganz toll, weil ich wollte es shabby haben. Jetzt ist das ja ein so weicher, so weicher Stoff. Man sieht ja. Und da wollte ich eigentlich drauf bügeln. Da, hm? Ja, grob. Es geht ja nicht darum. Es geht darum, dass wir keinen kein, kein Widerstand haben. Das heißt, wenn man die Bügelmotive draufbügeln muss, dann braucht man halt leider einen harten Untergrund, weil man muss, es, muss einen harten Untergrund haben, damit man Widerstand hat, um es zu bügeln. Und das war hier einfach nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, egal, dann gucken wir, wie wir es anders hinkriegen, dass es so also ein bisschen schäbisch und schön aussieht. Und da sind mir unsere... Glamour-Stofffarben in, in den Sinn gekommen und da meinte der Sam: Wir haben noch welche, nicht so viel, die sind aber vom Datum abgelaufen. Und dann habe ich gesagt: Okay, kein Problem, ich probiere die aus, ob die funktionieren. Und ich habe die jetzt ausprobiert hier drauf. Also, die sind das hier, was jetzt hier drauf ist, ist, zum Beispiel das Champagner. Die funktionieren 1A, die sind also über diese Siebdruckschablonen hier gemacht worden. Äh, ich habe es ein bisschen schäbisch gemacht, die funktionieren 1A, die sind ganz toll. Jetzt haben wir die reduziert auf, bitte auf 199, weil sie abgelaufen sind. Aber sie funktionieren. Es gibt aber nur eine ganz begrenzte Menge, Wer sie also haben möchte, so günstig das ist. Also weit unter EK gibt es die nie wieder. Also sie funktionieren einwandfrei, wer Lust hat, etwas damit zu machen. Und sie sind wirklich toll, auch über die Siebdruckschablonen, wie man hier sieht. Das, ist, das sind diese, diese Damask-Motive mit den Siebdruckschablonen und hier die Schriften von unseren Siebdruckschablonen. Also sieht wirklich toll aus. Da kann man schöne Sachen machen, jetzt ganz unabhängig mal von unseren Bügelornamenten, die es bei HSE gibt. Jetzt sehen Sie... Das erste, kommen wir nämlich zu dem Verlosen. Das erste, was wir heute auch verlosen werden, und zwar wird es zweimal diese Uhr geben. Die werden wir zweimal verlosen. Die ganz toll, da ist keine Batterie drin. Das bewegt sich noch. Also diese Zahnräder hier bewegen sich. Nicht nur die Uhr, sondern auch die Zahnräder. Das heißt, gehe ich von aus, oder? Doch, ich meine ja, die haben sich bewegt. Ja, die bewegen sich. Gell? Weil ich habe so eine Uhr noch in groß. Die bewegen sich. Also zweimal gibt es diese Uhr als Verlosung. Dann verlosen wir dreimal das Papierset, aber das zeige ich nachher noch ausführlich inklusive den Schmucksteinen. Und jetzt geht es aber weiter. Jetzt zeigen wir erstmal noch für Sie, also Idee. Wir werden das natürlich ausführlich, wie das, ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, wie das mit den Bügeln wird, Das werde ich jetzt heute während des Livestreams nicht zeigen. Das zeigen wir dann bei HSE. Also hier haben wir Beispiele äh, mit diesen Bügelmotiven. Das heißt, da sind die Schriften enthalten, da sind die, äh, diese durchgehende Blumenmotiv enthalten und es sind die Schmetterlinge drauf. Und es gibt es jeweils zwei Bögen, also zwei Bögenschriften, zwei Bögenschmetterlinge, zwei Bogen von den Blumen. Ich meine, dass mit drei Bogen diese Set ursprünglich 21 oder 19,99 19, Euro, 19, 19. Ja, um die 19 Euro meine ich gekostet zu haben. Und deswegen, das ist wirklich ein Wahnsinnsangebot, 24,99 Euro. Was haben wir jetzt heute für eine Kamerastellung hier? Ich. Mein Kopf ist abgeschnitten, die Gitter an der Decke sind sichtbar. Keine Ahnung. <laughs> ah, es wird immer besser hier. Okay, ich gehe jetzt mal weiter nach hier. Weil wir haben grundsätzlich, wir haben zusätzlich noch ähm, etwas in Angebot getan. Und zwar, weil ich das hier so dekoriert habe, mit diesen traumhaften schönen Vasen. Die gibt es ebenfalls bei uns im Shop. Und diese Vasen, jetzt sieht man das ein bisschen besser hier, gibt es in zwei Farben. Ich glaube nicht, dass das so gut rauskommt bei uns im Shop. Und zwar ist das dieses hellere Grün. Diese Vasen gibt es in dieser Größe, in dieser Größe hier. Das ist jetzt das dunklere Grün. Diese Vase gibt es in diesem, dieses tolle, gebauchige hier. Jetzt gehe ich nochmal weg. Auch da gibt es das in hell. Vielleicht zähl mal da unten. Dass man das noch mal in hell sieht. Genau, da gibt es sie in, diese, in dem hellen Grün und in dem dunkelgrün. Und es gibt sie in kleinbauchig. bauchig. Und wo wir das dekoriert haben und haben diese, diese Vasen angeguckt und haben diese Goldmotive angeguckt, da dachten wir, meine Güte, da passen unsere Porzellansticker zu, die wir haben. Und zwar diese Porzellansticker, die mit dem tollen Goldglitter hier, mit den tollen Blättern, die wir haben die passen fantastisch dazu und daraufhin hat dann der Herr die netterweise auch die ins Angebot gesetzt, oder? Also 20 Prozent, richtig? 30 Prozent, okay. Sogar 30 Prozent auf alle Porzellansticker. Also da lohnt es sich jetzt wirklich zuzugreifen und das gilt für alle Porzellansticker, richtig? Okay, ja genau. 30 Prozent. Jetzt haben wir die auf diese LED-Kerzen und jetzt geht es ja, die Saison geht ja jetzt langsam nach draußen und äh, wir haben jetzt auch LED-Kerzen für draußen. Wo muss ich jetzt hingehen, damit ich... So? Da, da, so, genau. Das heißt, wir haben jetzt hier auch noch ein bisschen maritim aufgebaut, weil ich das, ich habe sie damals eingekauft im Frühjahr, weil ich sie einfach so, so schön fand. Und das sind zum Beispiel Outdoor-Kissen. Und diese kleineren sind Indoor-Kissen. Und sie passen alle zusammen. Die sind aber wirklich so, dass es drauf regnen kann. Ich finde sie wunderschön. Wir haben noch ein bisschen diese kleine Deko dazu. Wir haben die Flaschenfarblich dazu. Wir haben unsere tollen Matrosen hier unten. Ich kann einer mal da drauf gehen. Und da auch als Beispiel zum Beispiel mit den Porzellanstickern maritim. Wir haben ja diese Fläschchen mit den Muscheln dabei. Also da kann man wunderbar jetzt für draußen dekorieren. Und als Krönung zu dem Ganzen gibt es jetzt auch Outdoor-Kerzen. Und zwar sind das die gleiche Qualität mit diesem schönen Glas hier außen rum. Und wir haben die in zwei Größen. Wenn man sich die anschaut, wir haben die in diesen zwei Größen. Und Outdoor bedeutet... Dass da auch wirklich Regen drauf kommen kann. Und zwar sieht man das. Die sind so gestaltet, dass hier vorne drei Löcher drin sind, dass das Wasser also einfach durchlaufen kann. Sehen Sie, hier sind drei Löcher. Das Wasser kann einfach durchlaufen und kommt hier unten wieder heraus. Also da passiert nichts. Und hier drehen Sie das Ganze. Jetzt bin ich wieder perfekt mit meinen Fingernägeln. Na, das war klar. Das war so klar. Da, so. Und hier ist das, also das Batteriefach, äh, wo man an- und ausmacht, ist dann auch nochmal mit einem Deckel geschützt. Und hier ist auch noch ein Gummi drin. Deswegen hatte sich das jetzt ein bisschen schwer getan, weil das richtig fest zu ist. Genau, und so wieder zumachen, dass hier überhaupt kein Wasser reinkommt. Das heißt, Sie können die auch draußen stehen lassen und dementsprechend an- und ausmachen. Ich meine, da ist sogar auch ein Timer dabei. Also, das sind unsere. Outdoor-Kerzen, passend jetzt zum Beispiel hier zu dem maritimen Thema, aber auch passend zu dem grünen Thema, was wir hier haben. Wir haben sie, ich nehme das nochmal in die Hand. Dann kann man das vielleicht nochmal sehen. Das sieht nämlich auch unheimlich schön aus, wenn man lieber mit diesem Grünen draußen arbeiten möchte. Grün-Gold sieht, finde ich, unheimlich edel aus, passt fantastisch und das ist ja dieses Glas, wo man sie auch jederzeit wieder runterholen kann oder verändern kann. Nur so als Tipp. Jetzt gehen wir noch mal zurück zu dem, was wir verlosen heute. Und zwar, wenn wir hier dieses Riesen-Maritim-Thema sehen, sieht man da hinten auch einen riesigen Leuchtturm. Ich hole ihn mal nach vorne. Also, jetzt muss man aber auch mal von unten, genau. Er ist nämlich richtig schön. Das heißt, wir verlosen zweimal den Leuchtturm. Dann verlosen wir zweimal die Uhr und jetzt gehe ich hinter meinen Tisch und da zeige ich Ihnen dann das Papierset nochmal ausführlich. So. Ich kann... Ja, jetzt ist... Jetzt bin ich angekommen. <laughs> so. Also, das Papierset besteht aus 15 Papieren. Und jetzt fangen wir erstmal mit den Papieren an. Wunderschöne Papiere, diesmal alles ganz in Blassblau. Hier mit den Vögeln, den Rahmen, natürlich hier immer mit Bordüren. Das ist das erste Papier. Das zweite Papier äh, ist richtig schön, sage ich jetzt mal, romantisch, auch mit den Rosen den ganzen, man sagt, Engravings, den ganzen Drucken. Hier schön mit Bordüre, nochmal anders, nochmal eine breitere Bordüre. Dann haben wir hier den Engel mit der Krone. Den gibt es auch noch als Lasercut später. Ist auch noch mit in dem Set enthalten. Und hier auf dieser Seite gibt es dann die vier kleineren Motive für die Grußkarten. Dann nochmal ein großes Motiv mit der Briefmarke und auf der Rückseite wieder die vier kleineren Motive unten mit der Bordüre und das ist so ein bisschen ein Zusammengesetztes. Es sollte schon eins sein, aber hier kann man sich wirklich Stücke rausschneiden oder es komplett benutzen und dann das wirklich das aussieht so ein bisschen wie so eine alte Tapete. So eines meiner absoluten Lieblingsmotive, was ich sehr gerne benutze auch als Hintergrund. Das ist dann das fünfte Design. Sie bekommen wieder 15 Papiere, jedes Design dreimal. Zusätzlich gibt es die Abschnitte, die zeige ich Ihnen jetzt mal hier. Das heißt, Sie haben hier immer die sogenannten Mittelpunkte. Auf der Rückseite sehen Sie jetzt das erste Mal diesen Jackett. Und da sehen Sie genau, Sie bekommen das Jackett, Sie bekommen die Krawatte. Dann gibt es hier nochmal den Kragen. Und hier ist der Kragen des Jacketts. Inklusive der Zylinder und hier dann auch den Pokal. Dann haben wir so ein bisschen. Ich hätte die erste Frage: ja? gibt es das Papierset auch als Dekopage-Set? Nein, nein. Äh, dann gibt es hier das ähm, die Marie-Antoinette, so ein bisschen angehaucht. Auf der Rückseite gibt es dann den Herrn und noch ein paar Briefmarken hier unten. Dann haben wir Vögel dabei. Hier kommt das nächste Jackett. Hier wieder mit dem, Kragen, also mit dem Kragen des Jacketts und hier unten ist wieder ein anderes Jackett. Natürlich gibt es hier dann wieder die Damen. Auf dieser Seite sehen Sie dann die weiteren Kragen. Hier sehen Sie dann einen Hut, mehrere Krawatten, kleine Schlipse, wieder Kragen, also auch nur so andere. Alles, was Sie dann zusammensetzen können. Und dann gibt es hier noch mal die Herren. Und auf der Rückseite gibt es noch ein paar sage ich jetzt mal, Balletttänzerin und eine Mohnblume. Also alles Mittelpunkte, wie Sie sie äh, eigentlich für alles gebrauchen können. Und dann gibt es noch zweimal die Lasercuts. Und die Lasercuts habe ich hier einmal aufs Board. Also Sie bekommen das alles doppelt. Und hier sehen Sie, dass wir ganz viele Rahmen dabei haben, dass wir ein paar blasse, diesmal mit Absicht etwas blassere Blumen da reingesetzt haben, nicht starke. Und ganz viele Ornamente, also richtig schöne Kringel. Wir haben alles so ein bisschen wie Drucke, wie, wie, äh, wie sagt man da, so Kupferstiche, ein bisschen gemacht wie Kupferstiche, genau. Alles in dieser, deswegen auch diese Rose nicht farbig, sondern wirklich wie ein Kupferstich gemacht. Und dies, das sind, glaube ich, wie viele sind das, Sam? Gute Frage, neue Frage, gell? Ich, ja, ich gucke gleich, ob ich irgendwo ein Paket habe, ungeöffnet. <laughs> ich geh du mal gucken. Wir wissen noch nicht mal, wie viel wir da haben. Auf jeden Fall sind die zweimal drin, gell? Ja. Also zweimal, wir gucken jetzt gleich nach. Und dann sagen wir Ihnen genau die Anzahl, wie oft. Die sind jetzt zweimal drin. So wird das Set bei HSE angeboten. Und wir, die wir das hier verlosen, sie bekommen das Set so. Und jetzt kommt noch was da drauf. Jetzt nehme ich das Board weg. Und, als, und wie viel ist drin? 38. 38, also insgesamt 76. Also zwei von diesen Paketen je 38, also 76 Lasercuts. Sekunde. Und wir geben Ihnen dann bei dem, in der Verlosung noch diese tollen Schmucksteine mit dazu. Das heißt, das sind diese kleinen, ist jetzt eingepackt. Ich zeige sie Ihnen gleich nochmal in Natura. Diese tollen, wirklich fantastischen Schmucksteine. Ich muss sie einmal auspacken, sonst mit der Folie geht das nicht. So, jetzt sieht man das, glaube ich. Perfekt. Sehe ich das nur so unscharf oder ist das so unscharf? Ne. Also ich versuche es mal hier. Hier kommt es, glaube ich, besser, oder? Auch nicht scharf. Tja, dann warten wir mal. Immer noch unscharf, 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 unscharf. Nee, Normalerweise müsste die Kamera sich selber scharf stellen. So. Versuch nee, ich warte jetzt, er macht gerade dran rum. Wir werden es irgendwann schaffen. Nein. Okay, dann geben wir auf. Vielleicht kriegen wir es nachher hin als Licht. Das ist einfach, funktioniert scheinbar nicht, dass man die anständig sehen kann. Kriegst du sie hin? Hier drauf? Ja! Super! Haben wir es doch geschafft. Weil man muss sich das wirklich mal zu Gemüte fühlen. Das ist die wirklich eine Luxusklasse, wie die gemacht sind. Auch mit diesem Pendel hier, wunderschön, mit der kleinen Krone da oben drauf. Also es ist wirklich wunderschön. Sie sind fantastisch gemacht mit diesen kleinen Perlchen um das den Stein herum wirklich alles miniatur, mini mini klein sind sie, aber traumhaft schön. Und da, also in, bei unserer Verlosung gibt es noch sechs von diesen Steinchen dazu. So. Zwölf? Ja. Zwölf? Also zwölf. <laughs> zwölf von den Steinchen gibt es dazu. Also zwei Pakete, nochmal. 15 Papiere, 15, richtig? Hm? 15 Abschnitte, 76 Lasercuts und 12 von den Schmucksteinen. Das ist das, was wir verlosen. Schmucksteine rausgenommen ist das, was es bei HSE gibt. Richtig? So, und jetzt fangen wir an zu basteln, oder? Ich zuerst mal eine Frage. Ja, Entschuldigung. Äh, zur Stofffarbe. Wie viel braucht man für diesen Stuhl ungefähr? Äh, jetzt Moment, jetzt für das Motiv. Was ich drauf gemacht habe, da ist diese Farbe, das war neu aufgebraucht, ein Drittel der Dose. Mehr nicht. Aber es ist jetzt nur das Motiv. Das also ist, ist gesprüht mit einer Flasche. Genau. Einem, eine komplette Flasche. Eine, genau. Unten drunter das Gold ist mit Rustoleum-Textilfarbe gesprüht. Da ist eine Sprühfarbe draufgegangen. Muss man aber dazu sagen, dass das ein ganz grober Stoff ist. Also der richtig saugt. Das ist ein Unterschied, ob Sie auf so einem Stoff arbeiten oder jetzt zum Beispiel auf einem engmaschigen Leinen- oder Baumwollstoff. Das ist ein ganz grober Stoff gewesen. Da brauchen Sie bestimmt weniger. Okay? Basteln wir, Basteln wir. So, jetzt habe ich einen Teil hier rausgenommen. Jetzt machen wir zuerst mal eine Herrenkarte, damit man das gut sehen kann. Jetzt habe ich hier einen Teil rausgenommen und das erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich mal das Papier. Was ist jetzt? Wie du guckst mit deinen Brille. Ja, Sonst ich ob Du immer noch gar nichts siehst. Nein, nein, ich sehe jetzt, ich sehe jetzt. Ich sehe heute mehr, mehr als ich sehen möchte hier. So, okay. Jetzt machen wir das hier drauf und jetzt gehen wir mal zu dem Jackett. Hier habe ich das ausgeschnitten, dass man das ein bisschen sieht und jetzt werde ich das Ganze komplett hier mal herausholen. Wir haben das, das Unterteil jetzt hier und zu dem Unterteil gibt es jetzt die passenden Kragen, so, jetzt muss ich es beide kragen, so, so beide kragen, so. Was ich jetzt hier schon gemacht habe, ich habe es nicht nur ausgeschnitten, sondern ich habe hier diese Ränder auch schon ganz leicht mit Distress Vintage Foto Braun gemacht, weil ich das einfach unheimlich schön finde, wenn dieser Rand noch mal ein bisschen dunkler ist. Äh, jetzt mache ich natürlich mit den 3D-Pads, dass ich das ein bisschen mit Abstand drauf klebe. Und was ich auch schön finde, das ist natürlich Geschmackssache, muss man nicht machen, ist, dass ich das Ende dieses Kragens hier nicht mit Abstand mache, sondern die Spitze hier direkt drauf gebe. Also, dass es ein bisschen wie aussieht, als wäre es nach innen. Und dafür benutze ich halt Kleber. Sie können natürlich jeden Papierkleber nehmen. Sie müssen jetzt nicht wie ich mit Heißkleber hier arbeiten. So, jetzt setze ich das hier an. So, und diese Spitze klebe ich hier unten drauf, dass sie hier fest ist. Dann habe ich hier das Dreidimensionale und unten habe ich das etwas, den etwas Abstand. So, und genau das gleiche mache ich jetzt hier. Und auch hier gebe ich jetzt ein bisschen Kleber drauf. Mmh, was ist denn heute mit mir los? Nein, das, das, ich habe falsch rum drauf geklebt. Wie kann man denn nur? Das fällt auch keinem hier auf. Wir kommen in meine Welt. Ja, fällt auch keinem auf. Man lässt mich hier einfach arbeiten. So, Ja, genau. Alle haben so viel Vertrauen oder gucken überall anders hin, wo ich dahin, was ich hier mache. So. Genau so, leicht hier ein bisschen weg, ein bisschen nach da. So, jetzt haben wir den Kragen hier auch noch. Ich muss aufpassen mit all meinen schön ausgeschnittenen Sachen hier. Jetzt haben wir den Kragen hier und zwar einmal so. Und jetzt muss ich die Gegenseite finden, dass ich nicht wieder etwas falsch mache. Diese Seite. So, okay. Und das möchte ich ein bisschen prägen. Und zwar nehme ich das präge das ein bisschen rund, weil der Kragen ist ja ein bisschen rund, nicht viel. Und auch hier brauche ich wieder meine ein Mini-Teilchen hier von meinen, nehme ich, glaube ich, mal jeweils nur die Hälfte einmal und ja, bleibt irgendwas von mir hier kleben. Jetzt sehen Sie, dass ich den Kragen extra so ein bisschen über diesen Rand gesetzt habe, so ganz leicht hier außen rum, weil dann wird das Ganze noch ein bisschen dreidimensionaler. Wenn man ja so ein Jackett anhat, ist das meistens ja auch so. Und hier, jetzt haben wir den Kragen, jetzt haben wir hier schön den Kragen des Jacketts und jetzt können wir uns überlegen zum Beispiel, ob wir diese blaue Krawatte da drauf tun. Oder dann gibt es noch diese beige Krawatte, ein bisschen farbenfroher den Herrn machen. Oder ob wir eine Fliege, da gibt es ja die ganz unterschiedlichen. Ich würde jetzt hier diese Fliege draufsetzen. Und da mache ich das auch so, dass ich die ein bisschen hier so knicke. Man kann sie auch noch ein bisschen prägen, aber ich glaube, dieses Knicken reicht. So, und jetzt kann man sie auch mit einem, einem mini-kleinen. Äh, kleinen Schaumpad in die Mitte fixieren. Ah, dann nehme ich jetzt aber noch einen Tropfen Kleber dazu, weil das ist immer so klein, dass das auch wirklich hält. So, jetzt hätten wir das Jackett gestaltet. Ich hebe das jetzt nochmal und zeige das hier nochmal. Jetzt ist dieses Jackett geschaltet. Wenn man das aufklebt, kann man das jetzt gerade aufkleben, was aber auch toll aussieht wenn man das so leicht so rund aufklebt. Das habe ich bei den Layouts gemacht, habe ich es also nicht ganz gerade gelassen, sondern habe nur hier in der Mitte, wieder auf der Rückseite hier in der Mitte zwei Bögen, zwei Bahnen mit dem 3D-Schaum gemacht und habe die Seiten mit dem Kleber direkt aufgeklebt. Und das ist, eignet sich auch sehr schön, das machen wir gleich, um zum Beispiel so einen schönen Schmuckstein noch drauf zu setzen. Jetzt nehmen wir erstmal die Karte und da würde ich das jetzt kombinieren. Mit einem der Herren, die wir hier haben. Da können wir jetzt die kleineren Herren oder den... Da würde ich sogar jetzt auch diesen großen Herrn nehmen. Genauso von der Seite. Da fange ich dann erstmal an und setze den auch mit ein bisschen Abstand hier drauf. Leicht seitlich. Dann eine Frage, ja. zum Buch, gibt es schon einen Termin, wann das neue Buch kommt? <laughs> ja, also das, das Buch kommt äh, am 23. Juni, wenn wir die neuen Moldformen präsentieren und das Papier-Set-Theater kommt. Da kommt das Buch äh, mit auf Sendung, wird es auf Sendung äh, also präsentiert, aber wir werden es auf jeden Fall auch parallel bei uns im Shop anbieten sam guckt mich an ich sage ja doch doch auf jeden fall gibt es das auch vielleicht schon wenn wir den livestream machen äh, vielleicht auch schon wenn wir ähm, den livestream dazu machen vielleicht machen wir das dann schon dass es dann schon äh, auf, also auf Sendung ist, dass wir es dann schon kaufen können. So, jetzt haben wir ja ganz viel von diesen tollen ähm, Ornamenten, diesen tollen Kringeln, und die würde ich jetzt auch gerne hier noch mit verarbeiten. Das heißt, auch die werde ich leicht. Ich mache das jetzt immer leicht, dass ich die nur ganz leicht hier so ein bisschen präge. Und dann kann man sich ja genau. Ich würde das so leicht so rund hier drunter setzen. Und wenn ich das so mache, dann mache ich immer nur einen Tropfen Kleber auf jeweils die, die Seiten von, den, äh, von dem Ornament. Also nur hier und hier, dass das richtig schön als Rundung darunter ist. Dann haben wir den jetzt hier so ein bisschen wie einen Orden. Unsere erste schöne, wo ist es denn? Da. Unsere ersten schönen. Und den würde ich jetzt hier hinsetzen. Und dafür nehme ich. 3D-Kleber der Wo ist er nun mal hier? Hier ist nur die Frage, ob er dann auch schon wieder vertrocknet ist oder nicht. Nein, ich habe Glück heute. Ich habe Glück so hier ein bisschen den 3D-Kleber. Ich mache das gerne mit dem 3D-Kleber, weil äh, er gerade dieses Metall auf Papier super klebt. Wobei diese Sachen so so fein und so schön sind, man könnte natürlich auch so Doppelklebepunkte benutzen, dass man die hinterher vielleicht auch noch mal runternehmen kann und vielleicht noch was anderes damit machen kann. Wie meine Tochter Ohrringe. Ohrringe, ja echt. Ich ja, habe schon Ohrringe gemacht. Okay, also Ohrringe dazu. So, jetzt haben wir, geben wir ihm als, ja, diesen Zylinder würde ich da noch drauf tun. Dann nehme ich den Zylinder, auch den werde ich dann leicht prägen. Nicht so viel. Eine Frage? Ja. Gibt es Muster für die neuen Moldformen? <laughs> ja, gibt es. Also ein paar, ein paar hat man ja schon gesehen. Und zwar hat man ja die Blumen schon gesehen. Und ich habe hier vorne, genau, Sam zeigt es, hier vorne noch mal das Schiff schon mal aufgebaut. Und auf der Moldform mit dem Schiff sind zum Beispiel auch diese ganzen die kleinen Teile, die man daneben sieht, die französische Lilie in allen Variationen. Und wenn man dann die Kerze daneben anguckt, dann gibt es noch eine Form mit dieser großen französischen Lilie. Und da gibt es dann auch noch eine große Krone mit drauf. Ne, da haben wir kein Beispiel dabei. Da ist nur die französische Lilie. Die, die große Krone haben wir jetzt hier nicht mit drauf. Ah, aber da gibt es also gibt es eine zweite Moldform mit also der französischen Lilie und eine große Krone. Und dann gibt es die Blumen und dann gibt es die Büste mit Parfümflasche und also gibt ganz, 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 ganz tolle Molds. Und was man da jetzt gesehen hat im Hintergrund, diese Transfermotive wird es auch geben. So, jetzt haben wir die erste Karte fertig. Ja, nochmal hier zeigen. Ja. Du bist zu langsam, Sam. Ja, kind, nein, du bist zu langsam. Wenn du nicht aufpasst, dann zeige ich das an einer anderen Kamera. So, das ist wirklich ganz, ganz einfach, da wirklich tolle Karten zu machen. Jetzt machen wir die nächste und jetzt machen wir mal eine mit den Damen. Was ist jetzt los? Ja, frei, mal wieder frei. Huh? <laughs> Ihr seid gemein. Ja, okay. Dann haben wir eine Rose und jetzt benutzen wir mal diese tollen Rahmen, da haben wir so viele schöne, jetzt muss ich mal gerade schauen. Also das ist zum Beispiel ein Rahmen, den ich fantastisch finde und grundsätzlich kann man diese ganzen Rahmen ja auch ein bisschen, also was ich immer gerne mache, so ein bisschen auseinanderschneiden, ein bisschen unterschiedlich verwenden, man könnte jetzt zum Beispiel... Auch das hier so ein bisschen kombinieren. Ja, das werde ich jetzt machen. Okay, jetzt fangen wir erstmal mit diesem Rahmen an. Und ich mache nur wirklich leicht, dass ich sie ganz leicht äh, präge. Dann gibt es zwei kleine Pads. Muss ein bisschen, kannst du mir die Uhrzeit rein tun, Nils, bitte? Muss ein bisschen mit der Uhrzeit aufpassen, weil sonst. Ich brauche für den Fabric Hardener ich mindestens. Okay, dann habe ich noch 20, ja, 20 Minuten, kann ich hier noch machen und dann brauche ich die Zeit für den Fabric Hardener. So, jetzt nehme ich das hier rein und rahme mehr oder weniger diese Rose hier ein. Das sieht ganz toll aus. Dann präge ich jetzt nochmal diesen Rahmen. Und. Dann kann man sich mal überlegen, ob man jetzt zum Beispiel dieses, diese, ja, die hier reinsetzt. Das finde ich auch sehr schön. Äh, da mache ich das immer so, dass ich das erst so ein bisschen dahinter klebe. Dann kann ich den Rest einfach dann abschneiden, wegschneiden. Das ist einfacher als vorher auszuprobieren, wo ich lang schneiden muss, damit das gut aussieht. So, ja, Juni wird teuer. Juni wird auch teuer. Zwei Monate, die richtig teuer werden, weil ich es halt. Juni, gesagt. Juni und Juli. Juni ja. und Juli werden teuer. So. Und zwar im Juni gibt es ja nicht nur die neuen Moldformen. Dann gibt es diese wirklich zu den Moldformen mehr oder weniger gemachten Transfermotive. Dann gibt es. Ein sensationelles, nostalgisches Dekopagepapier-Set Maritime, was also richtig für dieses für diese Schiff und diese französische Lilie und für das gemacht ist. Und was so schön ist, dass man es auch, wenn man nämlich Lust hat, mit Steampunk äh, verbinden kann. Das heißt, da können Sie Ihre ganzen zahnrad moles und alles, was Sie haben, mit dem Schiff und diesem Dekopagepapier auch noch zusammen verbinden. Das gibt es, also Moldformen, Dekoupagepapier, Maritim, tolle Transfermotive. Und dann gibt es dieses Wahnsinnspapierset Theater. Das ist fertig jetzt Designed und das, wir fangen, wir sind schon dran, das zu basteln. Das ist der, das ist der absolute Must-Have. Deswegen, wenn ich, ich könnte mich nicht entscheiden, was ich nehme, weil alles so toll ist. Deswegen meine ich, das wird ein ganz, ganz teurer Monat, weil die Sachen sind alle traumhaft, traumhaft schön. So, jetzt mache ich die ja, so. Hast du noch bei Weihnachten noch angefangen. Nee, Weihnachten habe ich noch gar nicht angefangen. Nee, das da. Also Weihnachten gefällt mir am Ja, ja, also das ist, Weihnachten ist äh, ein ganz, ganz tolles Weihnachten dieses Jahr. Und äh, auch mal, zwar die, sind die klassischen Farben. Aber sehr punktvoll, sehr prächtig. Da gibt es dann solche Schmucksteine, die wir da haben, gibt es dann in, in passenden Farben. Und äh, so Federn, so Pfauenfedern, die an den Kugeln runterhängen. Ein sensationelles Dekoupage-Set, Papierset gibt es mit Shuttercards. Ach, da können wir doch eine zeigen, oder? Nee. Doch, warum nee. nicht? Nee. Okay, das sind so Karten, die man aufmacht und dann geht das so raus und wieder rein. Und so, solche Karten gibt es dann dazu. Dann gibt es äh, Holzhäuser, wo es die passenden Reispapier zu gibt, wo man äh, dann das damit beziehen kann. Und von hinten kann man Licht machen und Schneepaste von vorne drauf. Also Wirklich so richtig, richtig schöne Sachen, obwohl jetzt wir jetzt eigentlich alle gerne mal ein bisschen Sonne hätten, gell? Aber das ist, das ist wirklich ein absoluter Traum, was da kommt. Deswegen sage ich jetzt: die beiden Monate werden richtig teuer. Aber dann gibt es wieder Ruhe. Dann haben wir im August, glaube ich, nur eine, richtig, nur eine Sendung. Ähm, richtig? Vier, ja, Stunden. Nee, vier Stunden, ne, vier Stunden. Vier Stunden, aber in einem Tag. Also nur an einem Tag. So. Ist das nicht auch schön? Ich finde das so schön. Das ist jetzt ganz einfach. Da, kann, da tun wir jetzt noch ein Steinchen hier drauf. Das machen wir noch rasch. Wo habe ich denn jetzt wieder hin? Wenn Sie sich wundern, dass ich so langsam heute rede und so... Ich versuche es zumindest langsam zu reden. Das liegt an dem, der Spracherkennung. Von, von Google. Und zwar äh, haben wir sehr viele ausländische Kunden, die das auch gerne verstehen würden, was ich sage. Und man kann das ja eingeben in der Sprache, welche man möchte. Dafür muss aber das Deutsch erstmal von Google perfekt erkannt werden. Und das erkennt Google am besten, wenn Sie ganz langsam reden. Also versuche ich heute ganz langsam zu reden. Also was so ganz gegen mein Naturell ist, was Sie glaube ich wissen. Ich Doch weißt du nicht ich ganz langsam? Doch. So. Ich bewege mich jetzt schon langsam, langsam so. Okay, das ist jetzt eine der nächsten Karten. Ach, ich liebe dieses Set. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, damit zu basteln. Die Sachen sehen so edel aus. So, Frage. Noch ein Layout machen oder zu Fabric Stiffener übergehen? Mach mal den Einleer mit dem. Nee, die hast du schon. ja, alles gut. so, Herr Genaiting. Was sagen unsere Kunden? Noch nichts, sagen Sie? Ich glaube, ich packe jetzt mal gerade zusammen und wir zeigen mal den Fabric Stiffener, oder? weil das dauert ein bisschen länger, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit und ich glaube, jetzt haben wir zwei Karten gezeigt. Das müssten die meisten wissen, wie es geht. Ist das in Ordnung? Okay, ich räume jetzt mal Ja, ich räume jetzt mal gerade zusammen, der Sam geht noch mal über die einzelnen Motive hier. Ja, ja, jetzt und, oder kannst du kurz, wir machen einen kurzen Einspieler, dann räume ich hier das gerade weg und dann können wir direkt weitermachen, okay? Ja. Jetzt, ich habe jetzt hier so eine Silikonunterlage. Und das ist eine Glashaube. Das heißt, Sie können jetzt eigentlich nehmen, was Sie wollen. Sie können auch eine Vase machen. Was ich jetzt machen möchte, ist wie so eine Art Zelt. Also, ich mache das jetzt nicht wieder mit dem Frauenkopf oben oder so eine Wüste oben drauf. Da können, würde, hätte ich jetzt eine Runde, also das Kleid habe ich unter einer runden Glocke gemacht. Da können Sie irgendeine Vase nehmen, auch ruhig eine Vase, die hier äh, flach ist und dann so rund runter geht. Egal, was Sie nehmen, können Sie als Unterlage benutzen. Da drauf kommt jetzt die, eine Frischhaltefolie, also so eine Klarsichtfolie. Und das, diese Klarsichtfolie ist dafür da, dass da der Stoff, von dem, der jetzt eingetaucht wird gleich, hier dran nicht hängen bleibt. Deswegen ruhig gut das Glas damit ummanteln. Einmal komplett so ein bisschen damit einfassen, sage ich jetzt mal. Unten muss es nicht sein, sondern einfach nur dass dieser Kleber mit dem Stoff nicht an das Gefäß unten drunter kommt. Wenn Sie keine, keine Silikonmatte oder sowas haben, können Sie auch einfach einen, eine Unterlage nehmen, also einen Block, und da geben Sie genauso wie hier einmal überall diese Frischhaltefolie. Hier unten muss es nicht sein, da kann es ruhig offen sein, komplett drüber so. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich räume das jetzt mal gerade zur Seite. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten äh, mit diesem Fabric Hardener. So sieht der Fabric Hardener aus, zu arbeiten. Man, normalerweise gibt man eins zu eins diesen Fabric Hardener mit Wasser hier hinein. Wenn das kommt jetzt auf den Stoff drauf an. Haben Sie jetzt zum Beispiel Gase, da brauchen Sie wirklich ganz wenig von dem Hardener, weil das ist ja so nur so ein Hauch von Stoff. Ich arbeite aber auch gerne mit sowas, das ist wie so eine Art Baumwollstoff. Das sind lauter Stoffreste, die ich jetzt hier habe, deswegen weiß ich nicht genau, was das für so ein Stoff ist. Das ist jetzt so ein ganz billiger Stoff, so um die 2 Euro, glaube ich, kostet der Meter und liegt 1,80. Den nimmt man, wie nennt man das eigentlich, das ist nur eine Art Sackleinen oder so etwas in dieser Richtung. So etwas, das sind lauter Reste, die man nimmt, man kann also... Äh, natürlich auch mit Baumwollspitze arbeiten, aber für das, da ich ja eh anmale, ist es vollkommen egal, was für einen Stoff ich jetzt hier habe. So, äh, wenn, man kann das jetzt eins zu eins mit dem Fabric Hardener mischen und dann arbeiten und dann müssten Sie das Ganze aber anmalen. So ist jetzt auch diese beiden Kleider entstanden. Man kann es sich aber auch ein bisschen einfacher machen. Dafür braucht man aber ein bisschen mehr von diesem Fabric Und zwar, wenn Sie das direkt mit der Farbe mischen. Und das ist das, was ich jetzt hier mache. Ich nehme jetzt diesen Fabric Hardener und werde in diese Schüssel auch. Das ist jetzt noch ungefähr ja, ein Drittel voll, würde ich sagen. Werde das jetzt komplett hier reinschütten, weil es eh nicht mehr so viel ist. Eine Frage. Ja. Ist der Textilhärter auch für nicht saugende Stoffe geeignet, zum Beispiel Viskose? Also ich habe mit diesen, diese, diese künstlichen, wie Viskose, mit künstlicher Spitze das gemacht. Das geht. Äh, man braucht aber relativ viel von dem, also da nicht zu so viel Wasser. Es, man, es kommt so ein bisschen auf den Stoff an. Ich habe so diese, so, es gibt diese Spitze, diese rein synthetische Spitze, die richtig, die, ich sage jetzt mal so ein bisschen wie Plastik, so eine, wie so Plastikspitze. Die habe ich, damit die richtig hart wird, habe ich die unverdünnt den Fabric Hardener draufgetan. Genau, weil das so richtig plastik ist. Gell? Da habe ich kein Wasser dazu getan, nichts, komplett unverdünnt. Es ist aber richtig hart geworden. Also da hat es funktioniert. Je mehr Sie in diesen Bereich kommen vom Baumwolle, umso mehr Wasser können Sie dazu tun. Also sagen wir es mal so: Je mehr Kunstfaser da drin ist, umso weniger Wasser und umso mehr die saugende Materialien, also mehr Baumwolle damit drin ist, äh, umso mehr Wasser können Sie nehmen. Also umso Mehr können Sie das Ganze verdünnen, sagen wir es mal so. so. Jetzt muss ich mir aber Handschuhe anziehen, sonst bin ich gleich versaut. Und was ich jetzt mache, ich werde die Farbe mit da reingeben. Und weil ich die Farbe mit da reingebe, werde ich kein Wasser dazu tun. Das heißt, ich habe das da Ganze dickflüssiger, aber ich habe das Ganze auch schon fast richtig eingefärbt. So, und jetzt nehme ich mein Indigo Blau, weil das Zelt soll natürlich passen. Das ist jetzt. Diese 100 mm und natürlich ist das jetzt Ganze noch hier so ein bisschen weißlich. So, das reicht aber. Und habe aber diesen, diesen klebrigen Effekt. Das ist jetzt nicht komplett leer, das reicht aber, wenn man jetzt hier guckt, ist das schon, schon richtig gut eingefärbt. So, und jetzt ist das wirklich eine kleine Sauerei, sagen wir mal. Aber es ist nicht schlimm, weil das Ergebnis ist toll. So. Das wird jetzt mein Zelt. Das bedeutet, eigentlich müsste ich meinen Blazer ausziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Egal, wir machen das. Jetzt nehmen wir diesen Stoff und jetzt tauchen wir den richtig da rein. Richtig so. Ist natürlich klar, wenn man das jetzt mit Wasser gemischt hätte, dann würde das natürlich viel leichter sich sofort vollsaugen. Aber ich möchte es ja deckend haben. Also muss ich jetzt hier richtig so, mal so ein bisschen da hineingehen. Je dünnflüssiger das ist, umso einfacher ist das natürlich. Dass sich das Ganze vollsaugt. Da wir das aber richtig dick und fest haben wollen und auch richtig hart, weil das soll ja gleich stehen, jetzt sehen wir das, jetzt bringen wir das auch schön aus hier. Hat so ein bisschen was vom, vom Gift. Eine Frage? Ja, ja. Wenn ich auf einer Holzplatte arbeite, ja? muss dann auch frisch ja. ja, ja, auf jeden Fall, weil das klebt richtig. Also das, so. Jetzt haben wir diesen Stoff nicht nur blau eingefärbt. Mein Bläser auch? Nein, mein Bläser ist noch nicht. Aber ich werde das gleich ändern, aber ich habe das Mikrofon da dran hängen. So, jetzt setzen wir... das. Lacht hier nicht alle. Jetzt muss ich da erstmal gucken, weil ich möchte das ja hier oben so ein bisschen wie ein Vorhang gestalten. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal hier so rein, setze das erstmal, damit ich hier keine Stoffkante habe. Und jetzt kann ich das hier schon richtig so in Falten legen. Das hält auch schon. Gell? Wenn man jetzt hier sehen kann. Gell, das jetzt kommt ein. Jetzt, ja. Also jetzt geht nicht. Eine Sekunde, das geht nicht. Das, ich mache mir das jetzt nicht hier alles dreckig. Nee, 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 geht, geht, geht. Guck mal. Ich gucke mich gerade an. Da da. Perfekt. Es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Einmal kurz in Wasser, bitte. So da. Eine Frage? Ja. Kann man das auch mit Glitzer mischen? Ja, aber ich glaube nicht, dass man den Glitzer dann noch großartig sieht, weil jetzt da ist ja richtig Kleber dran. Was ich machen würde, das ist ja jetzt Naske. Und jetzt, wenn man das fertig gelegt hat, wenn man jetzt sieht, das dauert ja. Es dauert wirklich äh, einen ganzen Tag, bis das getrocknet ist hier und man sieht ja jetzt wie viel feuchtigkeit hier jetzt überall drauf ist und jetzt einfach glitter drauf sprühen oder drauf streuen und dann das bleibt hier dran kleben da ist so viel kleber drauf also da braucht man sich keinen gedanken machen so jetzt gehe ich hier und das ist dieses stoffstück ist jetzt hier nicht groß genug aber ist nicht schlimm wir stückeln gleich an setze das jetzt erstmal hier so in Wellen. Mir geht es darum, dass ich diese Stabilität hier oben habe, um das dann, wenn es getrocknet ist, da richtig rauszuholen. Dann habe ich jetzt hier meine Falte und hier und jetzt nehme ich das nächste Stück. Wir sehen Sie auch, dass ich habe unterschiedliche Stücke. Jetzt muss ich mal gucken, das geht ja, das geht bis auf die andere Seite runter. Ja. Und jetzt mache ich genau das gleiche. Jetzt muss ich das wieder hier reinquetschen. Und richtig das alles hier rausholen. Da sieht man aber schon, dass, wenn man jetzt zum Beispiel das nicht ähm, mit Wasser verdünnt, das war jetzt ungefähr die Hälfte, gell, oder? Dass man das jetzt schon dafür braucht, gell? Also, das ist jetzt schon hier aufgebraucht, was ich genommen habe. Ich müsste eigentlich noch mal ein bisschen anmischen für das. Aber ich glaube, ich werde da gleich ein bisschen. Ich habe nämlich ein bisschen Wasser hier. Wir sind ja nicht dumm ein bisschen Wasser hier rein tun. Zack. Und dann ein bisschen das mit dem Wasser mischen, weil hier ist es ja schon hart. Was ich nicht noch da, ich muss noch mal anmischen, reicht nicht. Hätte ich doch lieber direkt ein neues genommen statt angebrochen. Und das ist falsch. Falsches sparen. Nein, es reicht nicht. Müssen wir anmischen. Neu. Noch ein bisschen mehr. So, okay. Moment. Eine Frage. Ja. Ist der Textil auch für Außen geeignet. Habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich gehe mal von aus, wenn Sie das dann, äh, es, kommt, es kommt natürlich darauf an, was Sie machen wollen, gell? wenn man das dann hinterher zum Beispiel mit dem Sprühlack lackiert. Dann ist er bestimmt geeignet, sag ich jetzt mal auf der Terrasse, aber der wird nicht geeignet sein, dass der jetzt äh, sag ich jetzt mal Regen, Schnee und alles aushält. Das glaube ich nicht. weil man hat es ja nicht komplett dicht den Stoff komplett dicht gemacht, selbst wenn man lackiert. Also das wer weiß? Vielleicht bin ich einer, der das zu wenig glaubt, Aber das, ich glaube es nicht, dass das funktioniert. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen rein. Hier war ja auch noch was drin. Jetzt tue ich hier den Rest noch rein. Noch eine Frage. Ja. Geht das auch mit medizinischen Gipsbinden? Ja, das sind ja diese Mullbinden, gell? Also wie, wie ich meine mal die Gase, wenn wir da, diese normale Gase, die wir ja auch zum Basteln benutzen. Das habe ich ja gemacht. Das ist das, was da auf diesem Kleid ist, was aussieht so ein bisschen wie Spitze. Das sind das ist diese Gase. Und das geht, aber diese Gase ist ja dann, die ist ja sehr sehr dünn. Die ist ja nicht so fest wie dieser, dieser Stoff, ist ja richtig dick und fest. Das sieht dann so ein bisschen mehr aus wie Spitze. So, sehen Sie, jetzt haben wir direkt auch dieses Rosarot gleich perfekt verdeckt. Hast du es rausgekriegt aus meinem Blazer? Ich ja. Ich <laughs> Die ich haben wir Fabric Hardener am Blazerrand. Ach, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe so einen hellgrünen, schönen Hosenanzug. Und jedes Mal, wenn ich bei HSE auf Sendung fahre, hatte ich jetzt gesagt, nein, diesen Hosenanzug ziehst du nicht an. Wenn ich den mit Farbe voll mache, dann ärgere ich mich. Dann kriege ich das nicht weg, so und so weiter. Auf jeden Fall habe ich den die ganze Zeit geschont und geschont und geschont. Und dann waren wir jetzt irgendwann zu einem Geburtstag eingeladen. Und dann habe ich den angezogen und es war ein mini, mini, mini Fleckchen auf der Hose drauf, aber nur so was ganz Kleines. Ich tue den in die Reinigung und die Reinigung versaut mir den kompletten Hosenanzug. Okay. Ja. Die Hose ist 20 Zentimeter kürzer. Als, als sie sich <laughs> Ah, Nee, geht nicht mehr. Den kannst du nicht mehr anziehen. Wahnsinn. Also das ist, ist dann, sowas ist dann schon echt ärgerlich. Ich muss das mal gerade hier rumdrehen, weil ich Noch hier... Noch eine Frage. Hier Wenn man den Stoff vorher nass macht, braucht man dann genauso viel Kleber und so. Ja, ja, ja. Es geht ja nicht darum, dass da jetzt nur was nasses drin ist. Es geht ja darum, dass das richtig klebt. Das muss ja hart werden. Das muss ja richtig hart werden und das soll ja, wenn man ich gleich mal noch mal auf diese Büste klopft und das das hart werden kommt ja durch diesen deswegen heißt er ja Fabric Hardener. Dadurch kommt das ja ganz. Also hier sieht das ganz toll aus. Jetzt muss ich das gucken. Dieser Stoff, an diese Seite glauben wir. <laughs> dieser Stoff hält jetzt hier nicht so gut an der Seite. Hier ist das viel. Also da 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 da. Ich muss das jetzt hier so hier, wenn man jetzt Guck mal hier, wie das hier so toll fällt hier. Hier fällt dieser Vorhang richtig. Aha. Ja, er klopft, genau. So, so hart wird das ja. Und das wird natürlich nur so hart, wenn da genügend, ähm, genügend von dem Fabric Stiffener drauf ist. So, jetzt haben wir hier. Das fällt super toll nach da. Jetzt haben wir hier. Aber. Ich muss noch eine Lage hier hinten drauf tun. Hier muss noch eine, eine Schicht. Ja, hier muss noch eine Schicht so drüber. Also hier vorne sieht es doch jetzt gut aus. Sieht doch aus wie so ein Zelt. Oder ist es zu wenig, dass man zu wenig sehen kann? Ja, du musst ja überlegen. Hier rein wird ja dann was reingebastelt. Diese Lücke hier. Ja, wenn ich mich noch weiter über diese Dinge beuge, ist nachher noch alles, womit ich arbeite, voll. Ach nee. Ja. So. Ja, ich bin jetzt gerade da dran, hier Falten zu gestalten. Falten zu gestalten, ja. Und hier. Nein, ja, aber nicht böse sein. Ich muss das jetzt hier abschneiden. Ja. Warum soll ich ein neues Stück nehmen, wenn ich hier ein Stück habe, was man nicht sieht? Oder? So, dann kommt das hier. Das kleben wir jetzt hier so drauf. Jetzt kommt das Teil. Das fällt jetzt hier runter. Eine Frage. Ja. Kann man Styropor auch als Untergrund Ja. Ja, genau, das ist ganz toll. Ich hatte auch dem Herrn Gneiting heute gefragt. Ob wir nicht irgendetwas Schönes aus chirupur noch hier hätten. Aber es ist mal wieder alles ausverkauft. Nein. Nicht, genau. Nein, du hast gesagt, wir haben noch Kränze. Ja. Aber wir haben keine Herzen mehr. Gell? So. da. So. Okay, jetzt haben wir das. Feld jetzt hier toll runter. Nach da. Nicht. So, jetzt habe ich diesen Rest hier. Damit kann ich nämlich. Das setze ich noch Moment hier drunter. Das klebt nachher alles zusammen. Das heißt, Sie brauchen hier nicht irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, das irgendwie zusammen äh, binden oder nähen oder mit Nadel, Nadelchen. Alles, was man hier so hintut, klebt zum Schluss, wenn es getrocknet ist, einfach zusammen. Oh, das sieht, jetzt sieht das schon toll aus. So. Jetzt kann ich sogar noch mal abschneiden, wenn ich will. Jetzt habe ich nämlich so viel hier. Das sieht richtig toll aus. So, jetzt schneide ich das noch ab hier. Dann können wir mal überlegen, ob wir da noch was draus machen. So kleine Reste. Machen wir ja nicht kaputt. Nee, 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 nee. Ich nehme hier nichts weg da. So. Also der Vorhang oder dieses Zelt hier ist jetzt schon... Perfekt. Vorne noch so. Ja. Vielleicht fällt dir noch was ein damit, was man damit machen könnte. Das ist irgendwie so toll. Was kann man denn damit noch machen? Okay. Dein Mikro ein bisschen ja, ich kann nichts rausholen mit ja. diesen Händen. Möchte eine näher kommen, bitte? <laughs> Nass? <Nachts. lacht> Danke. Ich kann hier jedem guten Tag sagen gleich. Okay, was machen wir mit dem Stück? Das ist zu schade, das nicht also zu benutzen. Noch mal so hier. Nochmal hier, hier sowas? Ziehen. Unten drunter? Vielleicht so, so hier? Nee, unten drunter. Da. Nee. So? Drunter. Vielleicht so? Sowas? Ich kann es nicht sehen. Also, <laughs> so? So? Sieht das gut aus? Zeig mal von vorne. Ich sehe das nicht. Ja, oder? Das kleben wir noch so da drauf. Nicht? Lieber nicht? Lieber weg? Okay. Nein, egal. Dann machen wir jetzt... Das kann vielleicht fällt uns ja gleich noch was ein. Jetzt mache ich noch ein bisschen was. Jetzt brauche ich noch mal, oder sollen wir das jetzt weiß vielleicht machen? Ich will jetzt hier noch, noch so spitze lang machen. Das können wir weiß machen, ja. oder? Okay. Eine Frage? Hä? Auf einem Buchcover kann ich aber ohne Folie arbeiten, oder? Oh, ne, Moment, 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 genau. Also, damit man jetzt hier nicht. Sekunde, jetzt machen wir gerade das Weiß rein. Damit jetzt hier nicht diese. Hier ähm, ist wieder nichts drin. Äh, Unverständnis. Überall, wo ich möchte, dass das drauf klebt, benutze ich natürlich keine Folie. Das ist, das ist ganz klar. Aber ich möchte ja diese, diese Glashaube später einfach wieder rausholen. Das ist nur meine Form. Damit das hier drauf hält. Wie zum Beispiel unter dieser, dieser Dame war einfach eine runde, eine runde Glashaube und die habe ich hinterher einfach rausgenommen, so dass ich einfach nur diesen Stoff hatte, der rund hält. Das bedeutet, das was ich jetzt hier, wenn das getrocknet ist, dann kann ich diese Glashaube hier einfach rausholen und dann hole ich auch die Folie raus und dann habe ich das wie ein Zelt einfach hart hier oben drauf liegen. Wenn ich natürlich ein Buchcover machen möchte. Jetzt nehmen wir mal hier das Herz, auch wenn wir jetzt hier dieses das Herz gerade nicht mehr da haben. Und haben wir hier dieses, dieses Stück Stoff. Und ich, das ist jetzt, wie denken Sie sich, das wäre jetzt ein Buchcover. Jetzt klebe ich das, jetzt muss ich gar nichts tun. Jetzt nehme ich hier mein bisschen Fabric Hardener. Und der ist natürlich jetzt mit Farbe voll, aber ist ja nicht schlimm. Male jetzt dieses Giropor-Herz oder auch mein Buch damit wie mit einem Kleber ein bisschen an. Nehme jetzt egal, welchen Stoff ich habe und positioniere den hier. Und ich positioniere den jetzt hier auch mit Absicht schön in Falten hier so drauf, weil je mehr Falten Sie haben, umso toller sieht das zum Schluss aus. Gell? So, jetzt kann ich das hier auch so, hier um die Ecke noch, hier habe ich diese Falte. Wenn Sie natürlich kleinere Stücke nehmen. Umso einfacher ist es natürlich, viele Falten hier zu gestalten. Sie brauchen nicht so große Stücke wie ich hier habe, weil wenn jetzt hier diese muss man ja irgendwie dann immer wegkriegen. Aber man kann das ja so, so jetzt machen wir hier noch ein bisschen wieder drauf. Und kleben das einfach hier wieder in der Falte mit so viel Falten wie möglich. Kleben wir das hier drauf und drücken das einfach so fest. Und jetzt kann ich auch dieses Stück hier nochmal nehmen und dieses Stück hier rein. So, und jetzt habe ich ja, das ist jetzt ein ganz dicker, grober Stoff und das bleibt dann einfach jetzt so kleben und so trocknet das dann auch fest und das wird richtig hart. Wenn man feinere Sachen haben möchte, also feinere, dann nehmen Sie Gase oder nehmen Sie etwas feinere Stoffe. Gerade für, Buch, für Buchseiten oder so etwas, wo man nur Struktur haben will, da kann man ganz feine Stoffe benutzen. Da braucht man jetzt nicht so einen festen Stoff. Diese festeren Stoffe sind besser für Dinge, die jetzt mit einer gewissen Starrheit stehen sollen. Also, das soll ja nachher ein Zelt werden. Das soll von sich aus so stehen. Das soll nicht. Nachher zusammenbrechen oder rund werden oder sowas. Hier hat man ja ein, ein Papp, also dieses Cover, den, diesen Buchrücken, der ist ja fest, der ist ja aus Pappe. Das ist ja meine Grundlage. Hier muss ja dieser Stoff einfach nur in Falten oben drauf liegen. Daher ist es vollkommen egal. Hier können Sie auch mit Wasser verdünnen. Das muss ja nicht hart sein und muss ja auch nicht so viel halten. Bei dem Zelt muss der Stoff ja alleine halten. Und deswegen brauchen sie hier viel von dem Fabric Stiffener und auch einen etwas festeren Stoff, der wirklich so hart wird, wie es nur irgendwie möglich ist, dass wenn ich das, die, das Stabile, also wenn ich dieses Glas, wenn das getrocknet ist und ich hole das Glas raus, muss das Ganze noch so stehen. Das darf ja da nicht ineinander fallen oder kaputt gehen, sondern es bleibt genauso stehen, wie es jetzt steht. Und dafür brauchen sie halt einen etwas stabileren Stoff. Das ist der Unterschied. Wenn Sie natürlich eine stabile Unterlage wie ein Buchrücken oder ein Styroporherz oder eine Kiste oder ein Pappteil oder so etwas haben, wie auch zum Beispiel die Dame, die hat ja auch diesen, diesen Holzhintergrund, da ist es vollkommen egal, da habe ich ja mit Gase gearbeitet, da ist es vollkommen egal, was für einen Stoff Sie nehmen oder ob Sie Synthetikspitze nehmen oder egal was, weil das muss nichts halten, das ist einfach nur fest und das können sie draufkleben und dann ist es wunderbar. aber sobald sie etwas haben möchte, was von sich aus halten muss, was von sich aus hart sein soll und eine gewisse stabilität haben soll, dann brauchen sie schon relativ viel hardener und auch relativ ähm, viel äh, also festen stoff. so jetzt habe ich hier diesen das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das ist nämlich jetzt ein bisschen helleres Blau hier, weil ich noch den Rest hier aus dieser Schüssel gerade mit da ein bisschen einmische. Und jetzt nehme ich diese Spitze, die wir hatten. Ja, wenn ich, was ich, und das ist jetzt auch wirklich diese Plastikspitze. Und jetzt müssen wir mal gucken, einmal darauf, einmal darunter. Ungefähr so viel. Und das tauchen wir jetzt auch wieder schön hier ein. Einmal komplett. Wenn Sie nicht mit Farbe arbeiten und Sie äh, möchten das relativ schnell und schön ah, das ist gut, schnell und schön äh, anmalen dann eignen sich die Sprühfarben ganz toll dazu. Weil ich hatte dieses, das geht gut, gell? Zack, zack, zack. Das lasse ich jetzt mal bis hier unten. Das klebt gut, gell? Ich kann es nicht sehen. Doch, ich muss so, ich muss in die Kamera gucken. Nee, ich brauche die vordere Kamera wieder. Dankeschön. Dann kann ich das ein bisschen sehen. So, da rund. Und jetzt muss man das hier auch noch aufmachen, gell? Rund, rund, so. Ja, oder? Welche klebt nicht? Hier, die ein bisschen höher. Da. Dann kleben wir das hier so drauf. Ja, genau. So? Okay. Jetzt haben wir hier dieses Hände. Jetzt gehe ich damit so. Sieht schon direkt gut aus hier. Oder? Geh ich schon direkt ein bisschen hier rein. Ja. Hier merkt man es schon. Hier wird es schon ein bisschen hart. Aber trotzdem, auch wenn man dann denkt, oh, das ist aber schon toll, äh, muss man ihm unbedingt die Chance lassen, wenigstens einen Tag lang richtig zu trocknen. Jetzt will ich aber überlegen. Ich könnte jetzt, ja, ich habe jetzt noch eine Idee. Moment. Hm, mein Pullover ist auch schon versaut. Toll, jetzt gehen wir mal nach hier, nach da und schieben. <laughs> ja, ich wollte an, an die Moldformen dran gehen, aber ich krieg das hin, Sekunde. Ich krieg das hin, jetzt machen wir das mal. Eine Frage, nein, 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 nein. nein. Ja, Wie lange kann ich die Falten noch korrigieren, bis alles hart wird? Äh... Das liegt natürlich jetzt ein bisschen daran, was für eine Körper, äh, Körper, was für eine Raumtemperatur sie haben. Hier ist wie gesagt immer ziemlich kalt. Also hier geht es, äh, dauert das sehr lange. aber bei mir zu Hause zwei, drei Stunden, dann, dann ist Ende. Dann, dann wird es schon dann wird es ein bisschen elastischer, das heißt, wenn sie es dann noch verbiegen wollen, dann müssen Sie es irgendwie fixieren. Entweder mit einer Wäscheklammer zum Beispiel, dass es, bis es ganz trocknet. Weil dann wird es so ein bisschen wie, wie Gummi. Man kann zwar bewegen, aber es geht wieder zurück in die alte Form. Okay? So. so, und zwar dachte ich mir, dass wir jetzt vielleicht diese Posamente, auch wenn die etwas groß sind, aber meinst du, die würden gut aussehen hier so seitlich so? Oder sind die zu groß? Wir gucken mal und die würde ich nämlich jetzt mit harti machen dann könnte ich die so ein bisschen bisschen rund gestalten oder mal ausprobieren ich würde auch gerne da oben drauf etwas setzen das schöne ist du kannst ja jetzt muss ja sowieso alles äh, trocknen Du kannst ja jetzt alles im feuchten Zustand da drauf tun und du kannst ja dann auch noch, wie könnte man, wie würde das aussehen, wenn man dann jetzt hier noch eine Kordel macht hier. Ja, würde das aussehen. Dann müsste ich die ein bisschen hier so, ja, das klebt auch schon, gell? Ja, so, dann machen wir. Aber die andere Seite doch, die Kordel machen wir hinterher dran. Das fertige Objekt, weil das muss ja jetzt bis, mindestens bis morgen trocknen, dann werde ich das nochmal mit dem, mit dem dunklen Lasur drüber gehen und dann werde ich auch noch einmal das mit dem weiß Drybrushen, äh, werden Sie dann auf der Sendung sehen oder vielleicht auf meinem Blog schon vorher. Und dann werde ich da wieder was. Wir ja, ja, bleiben alle dran. Ein Tramraum bleibt live dabei. <laughs> live dabei, ja. <laughs> Wir losen das gleiche aus. Live dabei, so. <laughs> Ah ist das die gleiche Höhe? Ja, ungefähr, gell? Jetzt mache ich das hier auch so ein bisschen rund. Ja. Ja, yes. so. bin ich wieder da, oder? Ah. ja. Irgend. So. Oder? Gut? Ja, gell? So. Jetzt brauchen wir noch die Kordel. Wo wir da. Und oben was drauf müssen wir auch noch machen. Hier was drauf. Kennt ich, Was machen wir mit der Kordel? Machen wir die Kordel, sagen wir die hier so rum machen, hier so ein bisschen so so dahinter? Ja? Danke für die Antwort. Ich spreche mit dir hier. Eine Frage, ja, wenn ich das Ganze nach dem Trocknen noch mal anmalen möchte, ja. benutze ich Stofffarbe oder Acryl? Nein? Nein, nein, ir ir irgendeine Alkoholfarbe, vollkommen egal. Weil das ist, dann, das ist dann richtig hart und fühlt sich an so ein bisschen wie Plastik. Also da können Sie jede Farbe drauf nehmen. Können Sie auch sprühen. Also wir haben ja mit dem Rustoleum, ich habe mit der Sprühfarbe da noch ein bisschen drüber. Das sah einfach ganz toll aus, weil das nur so ein Hauch war. Ich habe das nicht so perfekt gesprüht, sondern nur dieses. Man sieht das ja auf dem Kleid, also nur so da oben. Und man kann natürlich dann so ein bisschen changieren, wenn man dann noch darüber sprüht. Das sieht einfach toll aus, deswegen habe ich das gemacht. Nee, nee, da brauchen Sie überhaupt keine Stofffarbe. So, jetzt ist das toll. Jetzt setzen wir jetzt hier an. Oder sollen wir ein bisschen nach oben gehen? Nee, nee, oder? Wir gehen jetzt hier hinter, oder? Das, das, das kann ich jetzt nicht. Ah. Ja. Was ja. kannst du denn sagen? Ich mache das jetzt hier weg ja. und setze das hier hinter, oder? Ja. ja. So. Ja. Ha? Ja. Okay. Ja, so genau. <laughs> okay, okay. So, dann tue ich das und dann setze ich das auch noch da dahinter. Oder? Ja. Ist das jetzt höher? Nö. Ach, doch. Nee, ich muss es nochmal von vorne haben. Das ist, wie wenn Sie mit einem Spiegel basteln. So, okay. Und da steckt jetzt, fällt da was raus? Was fällt denn da raus? Das kann ich wegmachen. So. So, gut. Und oh, ne, da ist doch noch was hier. Aber kann man auch hinterher noch abschneiden. Ja, aber das ist nicht so verkehrt. Okay. Und jetzt müssen wir. Jetzt, was guckst du? Er schüttelt mit dem Kopf. Statt, dass er irgendwas sagt, ich sehe es nicht von vorne, nur auf dem Bild. Schüttelt er mit dem Kopf. Ja, hm? Was ist denn? Sagst du? So, 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 so ein Cameo oben drauf. Nee, ich wollte. Cameos, ich war jetzt. Die, die großen, runden, flachen. Große, runde, flachen Dinger sind Cameos, oder? Ja. Moment, ich würde versuchen. Die Runden? Versuch, nee, das ist zu groß für oben drauf. Ja, einmal flach oben drauf. Nee, ich würde das jetzt hier, versuche das mal. Ich muss, muss mal gerade probieren, weil das habe ich jetzt. Das ist auf der gleichen Form. Ich habe gerade nur die eine Form hier. Und dann nehme ich einfach das ohne den Fuß. Dann könnte ich das vielleicht... Ich weiß nicht, ob das aussieht. Würde das aussehen? Nein, oder? Hm? Nicht wirklich. Müsste man, müsste man zurechtschneiden hier so drauf, oder? Schade, dass ich mit unseren Kunden nicht schneller verbunden wäre. Ich vermisse wirklich langsam die Messen. So, das, dann könnte man direkt. Ist das besser, oder? Direkt hier drauf, so. So leicht rund, oder? Ich kriege einen Daumen hoch hier. Einen Daumen hoch. Also. Ja, genau. Ich selbst mit Brille. Es <laughs> ist, ist schief. Wo ist es denn schief? Ja, das so. Das heißt. Nein, nicht im Nachhinein. Jetzt machen wir Das muss doch hart. Ich muss auf der Rückseite nochmal das andere. Obwohl, so schepp ist es doch nicht, oder? Nee. Ich will das auf der Rückseite nochmal machen. Ich muss das nochmal dagegen gegen machen. Aber es ist auch nicht in der Mitte, oder? Jetzt gleich gibt es runter. Es ist nicht in der Mitte, oder? Nein, okay. Ah. Ja. Ich steh schief. Ich nicht was sagen meine Kunden? Die lachen sich tot, oder? Nee, jeder, gibt einen Tipp. jeder gibt einen anderen Tipp. Dann sag mir doch mal ein paar Tipps hier, dass mal was zu mir kommt hier. Moment. Eine Krone. Muss drauf. Eine Krone. Okay, ja, hol mir doch die Krone, komm. Lass mich ein, wir haben die Kronen doch. Zack, jetzt gibt es die Krone. Ja, wir haben ja eine große Krone. Die gibt es ja im ja. Juni. Paul schläft wieder. Paul ist hinten und schläft. Zum Glück. <laughs> Für den ist das immer ein langer Tag. Das ist immer nur hier im... im im Büro liegen, das ist lang für ihn. Gell? Ja, Messe wäre wirklich schön. Das ist so. Ah, Moment, jetzt warten wir auf die Krone. Stunden später kommt das. Gibt es nicht irgendeine Frage? Kommen Sie alle mit den Chrompigmenten klar? Frage an mich, an Sie da draußen alle mit den schönen Chrompigmenten. Dauert immer einen Moment. Ja, ist ja nicht schlimm. Egal. Was ich jetzt noch erzählen muss in der Zeit, bis der Sam endlich die Krone holt, ist, dass wir diesen Monat noch einen Livestream machen. Und zwar habe ich noch so eine tolle Technik gesehen und dann habe ich ausprobiert, ob ich die hinkriege und ich kriege sie hin. Und die ist so toll, die muss ich mit Ihnen unbedingt teilen. Habe ich mir gedacht. Und dann, wir sind noch nicht ganz sicher, wann wir den Livestream machen, weil das kommt immer natürlich darauf an, ob wir die Ware bis jetzt, bis dahin dann auch bei uns hier auf Lager haben. Und zwar wird das entweder der vorletzte oder der letzte. Sehen Sie, da haben Sie schon die neuen Molds und diese Krone, ist allerdings ziemlich groß für da drauf, aber das kriegen wir hinten, gell? Diese Krone mache ich jetzt hier mit. Und, ähm, Jetzt, wir sind noch nicht sicher genau, wann wir jetzt äh, diesen Livestream machen. Entweder ist es der, was haben wir gesagt, 23. Gell? Entweder der 23. oder der 30. Mai. Mai, genau. Und da gibt es dann noch einen Livestream. Ich werde das natürlich wieder auf dem, auf dem Blog äh, mitteilen, sobald wir wissen, wann die Ware da ist. Also gibt es diesmal im Mai, gibt es dann halt noch einen. Dann gibt es den nächsten Livestream ganz kurzfristig vor der Sendung. Die Sendung ist am 23. 23. 23. 23. Genau. Und da ist der Montag davor, der 23. ist ein Mittwoch oder Donnerstag, glaube ich. Gell? Und den Montag davor, da gibt es dann äh, diesen Livestream. Das ist ganz eng, also zwei Tage davor, irgendwie ganz eng davor. Normalerweise versuchen wir das nicht so zu machen, weil wir dann die Ware nicht mehr hier auf Lage haben und wir sie halt nur das, was wir ins Auto kriegen, hier live zeigen können. Den Rest nur per Film. So, habe ich das jetzt anständig gemacht? Nicht wirklich, gell? Aber ist egal. Die ist, glaube ich, eh ein bisschen zu groß, diese Krone. Na komm schon. Da hätte man das besser. Nee. Das funktioniert nicht mit Hati. Das muss in den Tiefkühl. Das kriegen wir hier nie im Leben zum Stehen. Das, das, das fällt. sieht toll aus. -Sie aber das kriegen wir so nicht hin. Die muss unbedingt einmal in den, in den Tiefkühl, oder? Ah, das wird toll aussehen. Ja, ja, die Bilder laden. Aha, gefällt mir gut. Ich würde die dann auch direkt so rund machen oder so ja so ein bisschen rund gell? ja aber die kommen ja Zack. aber wir haben doch hol mal gerade eine Kerze damit du weißt du hast sie selber eingepackt da außen um die Ecke da können wir sie nämlich runternehmen die ist nämlich schon rund ja. Ja, haben wir doch schon für die Bücher haben wir vorgebastelt das ist alles in dem Buch dann drin die ganzen Beispielbilder. Also das Buch ist so, so gestaltet, das ist auch äh, also kein Hardcover. Das ist so wie diese Ideenhefte, die wir jetzt hatten. Allerdings 100 Seiten. Das haben wir so gestaltet, dass wir erstmal alle Beispielbilder drin haben. Dann haben wir zu jedem dieser Beispielbilder gibt es ein YouTube-Video und da haben wir den Link drin. Und ganz zum Schluss haben wir dann mal eine Produktaufstellung. Weil immer wieder danach gefragt wurde. Und in dieser Produktaufstellung ist halt genau beschrieben, äh, wofür dieses Produkt geeignet ist. Weil es gibt wieder so viele neue Produkte und so viel Chaos, dass die meisten nicht mehr unterscheiden können, wofür brauche ich was. Ach ja, genau. So, da haben wir doch unsere Krone. So ist die Krone, wenn sie fertig ist. Und hier haben wir sie auf der Kerze. Hier haben wir auch noch zwei Steinchen drauf gemacht. Und die ist mit diesem mit diesen Kerzenklebern hier drauf. Und die wäre farblich schon richtig perfekt für hier oben drauf, wenn ich mir das hier so angucke, oder? Warum ist die jetzt auch schief? ich <laughs> so habe ich das Gefühl, ich bin schon schief, oder? Aber das sieht doch toll aus. Und die gleiche, das gleiche nochmal hier auf der Rückseite. Dann habe ich das rund, oder? Aber warum sieht man das, sieht das bei mir immer schief aus? Ist das jetzt schief? Das ist wegen dieser Falte hier, gell? Ja. Das muss flacher hier drauf. So. So, so, gell, richtig? Ja. So, so müssen wir das dann festkleben. Aber das mache ich zum Schluss, wenn es hart ist. Aber Sie werden die ja sehen. Ich bringe die ja dann mit am Montag oder auf meinem Blog. Und genauso, die passt ja auch von der Farbe, genauso werden wir dann die Quasten anmalen und die Krone mache ich dann auch noch auf der anderen Seite. Sieht toll aus, gell? Jetzt wissen sie schon, was kommt. Das ist also eine von diesen Moldformen. Da ist da, ist dann eine ist dann, da sieht man das, da ist dann hier diese Krone und diese französische Lilie ist auf einer Moldform. Hauptsächlich haben wir die gemacht für Weihnachten, dann auch für die Kerzen, weil das sieht fantastisch aus. Alle beide sind so edel und das sieht so toll aus für die Kerzen und dann in Kombination noch mit ein paar Steinchen. Damals hatten wir noch diese tollen Steine, die wir jetzt neu haben nicht, die würden jetzt hier natürlich perfekt drauf passen. Aber das kommt dann alles. So, wenn man jetzt so weit ist, dann machen sie nichts. Das heißt, ich lege das jetzt zur Seite, das ganze, Lassen Sie jetzt einfach irgendwo stehen. Das können Sie jetzt auch nicht großartig transportieren. Am besten ist es, wenn Sie es auf dem Brett gemacht haben oder halt auf einen Block. Schieben das einfach irgendwo hin und lassen es den ganzen Tag vor sich liegen und einfach trocknen. Und dann ist das ganz, ganz hart. Und wenn das dann hart ist, dann können Sie es mal anmalen. Also ich werde, wenn, ich, wenn das jetzt hier so fertig ist, dann werde ich das erstmal komplett mit der Lasur anmalen. Weil ich das in dieser Form noch haben möchte. Wisst ihr, wenn die Lasur dann getrocknet ist, dann hole ich das Glas und diese ganze Folie raus und dann steht das Ganze schon so. Und dann können Sie sich überlegen: Jetzt habe ich ja innen auch das Blau, also bei meiner anderen habe ich ja außen angemalt, dann könnte, ob ich jetzt innen etwas anderes machen möchte, man könnte, wenn man wollte, könnte man jetzt zum Beispiel innen mit den Sprühfarben, zum Beispiel mit dem goldenen Textilspray, könnte man zum Beispiel auch von innen Gold machen, oder? Ja. <laughs> ja, oder zum Beispiel mit Weiß in den Sprühen und außen lässt man die andere Farbe, macht es halt mit der Lasur und macht dann die Technik also gerade wenn man jetzt die Krone in Gold draufsetzt und dann würde ich natürlich das hier auch in Gold machen, wenn ich lasiert habe, würde ich den Rest allerdings schon in Weiß machen, aber man kann natürlich auch hier jetzt zum Beispiel mit, äh, über die Falten oben mit ein bisschen Gold gehen, wenn man will und dann hat man es ganz punktvoll, also das da kann man wirklich machen, was man will. Soweit Fabric Stiffener. Wie viel Uhr haben wir? Was habe ich noch für Zeit? 30 Minuten, 30 Minuten habe ich noch. Das ist richtig viel. Sollen wir da noch, noch so ein Buch machen? Sollen wir noch mal mit Fabric Stiffener ein Buch machen? Frage. Kannst du mir Gase von oben holen? Da wird so viel nachgefragt. Dann mache ich das einmal mit Gase. Bei der Marina im Regal vielleicht. Ich gucke mal, ob ich hier habe. Ich habe hier nur, ich habe hier so laute alte Stoffteile genommen. Aber man kann auch sowas nehmen. Das ist so, ähm, wie nennt man das? Burlap nennt sich das. Sackleinen, gell? Oder? So Sackleinen können wir auch nehmen. So, jetzt. Ha? Machen wir noch ein Buch. Ja, ja, machen wir. Jetzt muss ich nur. <laughs> Darf ich dir das gerade übergeben? Geht das? Musst du einmal in die Kamera, legst es einfach da unten irgendwo hin auf dem Boden. So, und ich nehme den nächsten Block hier hin, wieder schiebe das alles hier hin. Ja, einfach, ja. So sieht bei mir zu Hause mein Bastelraum aus. All diese Teile, die dann trocknen müssen, die sind dann bei mir in meinem Bastelraum. Und so, Momentchen. Genau. Und äh, trocknen da vor sich hin. So, jetzt machen wir das weg. Das ist jetzt auch egal, dass da jetzt noch ein bisschen Blau drin ist. Und jetzt nehmen wir diese, diese komischen, kaputten Teile hier. Das ist nämlich relativ schön. So wie es aussieht, findet nämlich der Sam scheinbar das andere nicht. Ah, oh, hör damit! Hör damit! Du kannst auch hier rein! Komm rein! Komm mal rein! Komm mal rein! Komm, da komm jetzt mal hier hin, das ist, komm mal zu mir. Also man mal sieht, wir haben so viel hier hinter. So, das ist unsere Sabine. Die kennt ihr bestimmt noch von der Messe. Und sie ist diejenige, die die Fragen alle vorliest. Genau. Und die das Internet macht. Und ja. sie alles weiß, was im Internet ist oder nicht ist. So, jetzt mache ich es andersrum. Das heißt, ich, ich färbe jetzt nicht ein, sondern ich mache jetzt ein bisschen Fabric hier rein. Nicht zu so viel weil jetzt habe ich nehme ich Gase, jetzt tue ich auch Wasser dazu, also 1 zu 1 immer ungefähr, so wie man also normal arbeitet damit. Jetzt ziehe ich wieder meine Handschuhe an. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendein Buch hier haben. Bestimmt wieder nicht, wie immer. Aber wir müssen ja auch nicht ein Buch machen. Wir können ja auch einfach irgendein. Sabine, hol mir mal so ein, so ein schönes Holzbrett, was ihr habt. So ein kleineres Holzbrett, was ich einfach ein schönes Holzbrett machen kann. So, das ist, diese, diese Gase, die ich habe, ist mehrlagig hier. Das heißt, wenn man die auseinanderfummelt, dann ist das richtig viel. So, wenn man das hier anguckt. Also das ist richtig viel. Allerdings, wenn man das dann hier drin hat, muss ich das aber gerade mal erstmal verrühren hier, wenn man das hier drin hat, ist das dann nicht mehr so viel. Dann geht das komplett. Ja, es, <laughs> sie hat schon gefunden. Aber guck mal. Guck mal was er. Was er? Ja, welches soll ich nehmen? Das hier. Das hier ja. soll ich nehmen. Okay, ja. das hier nehme ich. Gut, dann fangen wir mal damit an. Und dann können wir doch mal okay, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter zurück. Also ich hatte eine jetzt. Gehen wir ich hatte eine Puppe und ich brauchte einen Kopf. Vielleicht passiert Ihnen das auch so wie auf der Wüste. Ich brauchte einfach einen Kopf. ich hatte keinen Kopf. Dann habe ich dieses Silikon genommen und habe das, da die Puppe richtig Haare hatte, konnte ich nicht diesen ganzen Kopf abformen, weil ich wollte die Puppe nicht kaputt machen. Also habe ich nur dieses Gesicht abgeformt, wie man sieht. Und zwar ist das mit diesen zwei Komponenten Silikon, was wir von Toy Factory anbieten. Es ist relativ einfach, da ist eine Dose, da ist rot drin, eine Dose, da ist weiß drin. Da nehmen sie eins zu eins, ich habe es noch nicht mal abgewogen, sondern einfach kneten das zusammen, dass das relativ eine Farbe hat. Also, dass man weder das Rot noch das Weiß sieht und wenn das dann zusammengeknetet ist, habe ich das so auf das Gesicht gedrückt und man sieht hier ist es flach und habe das Ganze dann so auf einen Gegenstand gedrückt, dass das, das Gesicht hier so drinnen lag, sage ich jetzt mal und dass ich das gut abformen konnte. Das ist so schön, dass man das auch mit HT abformen kann. Das hier ist jetzt sind diese Gesichter. Das und das und es ist mit Harti gemacht. Beides ist Harti, beides ist trocken. Man sieht jetzt, das eine ist ein bisschen schmaler, das andere ist ein bisschen dicker. Das liegt daran, dass ich hier einmal zusammengedrückt habe beim Ausformen und einmal es halt breiter gelassen hatte. Ich hatte einfach ein bisschen ausprobiert, wie gefällt mir dieses Gesicht besser? Gefällt es mir besser, wenn es schmaler ist oder gefällt es mir besser, wenn es breiter ist? Und das war's. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe das jetzt hier und möchte das jetzt hier wie die da so ein bisschen wie so eine, so eine Büße hier haben. Dann fehlt, fehlt mir natürlich hier etwas. Gell? Dann ist das aber gar nicht so schwer, sich da so ein bisschen was selber zu machen. Das heißt, dann nimmt man dieses Harti Und erstmal muss man ja gucken, dass man diesen Kopf, sage ich jetzt mal, so ein bisschen in diese Richtung kriegt. Das heißt, ich habe jetzt hier dann ein bisschen Harti genommen. Und habe diesen Kopf erstmal hier so hinmodelliert, dass der vom Hals, sage ich jetzt mal so, wenn man jetzt hier so guckt, dass der jetzt erstmal hier so richtig sitzt und so nach vorne guckt. Dass er jetzt also nicht mehr, wenn man jetzt hier hinguckt, wenn er würde, würde er so sein. Also da fehlt ja der ganze Hinterkopf. Also habe ich den jetzt ein bisschen runder, einfach nur mit Harti hier so dran. Gar nicht so ordentlich. Das ist genauso wie die Wüste, die ich da gemacht habe. Damit jetzt dieses, ich kann das jetzt hier noch ein bisschen runder machen, so, damit dieses, ähm, äh, sag ich jetzt, das aussieht wie eine Frisur, kann man jetzt zum Beispiel mit äh, kleinen, hier sind ja Haare, noch so kleine Ritzen hier reinmachen, dass es ein bisschen so aussieht wie, wie Haare, so etwas, was man aber auch immer machen kann. Und das sieht halt dann immer aus wie eine Frisur, dass man einfach kleine Röschen nimmt. Und zwar einfach Papierrosen. Da braucht man jetzt nichts anderes. So Papierrosen. Und die können Sie direkt hier so reinstecken. Mache ich A2 hier nebeneinander, hier so rein. Und dann habe ich meiner, meiner Frau, sage ich jetzt, meiner Büste schon eine Frisur gemacht. Das ist also, da, da muss man wirklich nichts für können. Einfach so und schon sitzt die. Und jeder kann zu Hause einfach mal, sage ich jetzt mal, so ein, so ein, so, so ein Gesicht von einer Barbie-Puppe oder irgendwie abformen. Irgendeine Puppe hat man. Und es gibt Puppen, die haben auch wirklich schöne, ich jetzt, schöne äh, Gesichter. Wenn man jetzt so, sage ich jetzt mal, so, so, so Zöpfe, ich muss die Handschuhe wieder ausziehen, das geht nicht damit. Wenn man jetzt so Zöpfe oder so etwas noch machen will, dann nimmt man, so nimmt man dieses Harti und macht so kleine, sage ich jetzt mal so kleine runde Teile, so wie hier, so, so, so. Ich schneide das jetzt mal hier ab und drehe das vielleicht so ein bisschen nicht so ordentlich. Und setze das jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen dran. Gell? So, dann habe ich jetzt hier, set, tu das nachher, weil da kommt mir jetzt noch mein, meine, meine Büste, sag ich jetzt, mein Oberkörper. Kann ich jetzt hier ruhig auch noch so, sage ich jetzt mal so ein paar, nicht so dolle, so ein paar Haare, sage ich jetzt mal so hier dran setzen. An diese, an diese also ein paar lange Haare, wenn man so möchte, sag ich, okay die soll noch ein paar Zöpfe haben. Hier könnte ich jetzt noch eine Schleife dran machen oder dann auch. Das sieht nämlich auch schön aus. Und wenn die von hinten kommen, sind zusammengebunden, setze ich hier auch noch mal von da so ein Röschen dran. Gell? Dann hast du jetzt hier und dann. Da, genau. Und dann kommen da so ein bisschen die Haare von hinten hervor. Wie so ein Art Pferdeschwanz. So habe ich das schon unterschiedlich gestaltet, wie, wie ich jetzt das Ganze. Machen. Kann. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt möchte ich noch ein bisschen eine Büste machen, da muss jetzt noch ein bisschen was, sage ich jetzt mal, kommen. Ich brauche die Form, ich brauche so ein bisschen Busen, um gleich das hier äh, zu gestalten, dass ich jetzt hier so eine Büste habe. Dann nehmen Sie wieder Harti und erstmal ein bisschen, <laughs> toll sehe ich aus, erstmal ein bisschen kneten und dann gucken, wie kriege ich das jetzt hin. Jetzt habe ich so, das ist natürlich nicht genug, so und dann gehen wir hier, gehen wir hier mal da dran, an diesen, so, machen das einfach mal. So, jetzt ich, bin ich mal an diesen Hals rangegangen, jetzt ist das hier meine, gehen wir so bis nach da. Ich drücke das einfach so da so ein bisschen hin, wo ich das jetzt hinhaben will, wo ich jetzt was brauche. Ja, das ist jetzt hier noch nicht genug. Hier brauche ich allerdings Taille, das heißt, ich drücke mir jetzt hier meinen, dass ich hier noch ein bisschen was an Busen habe, ein bisschen mehr hier. Man muss es ja nicht perfekt haben, da kommt jetzt eh gleich ein Kleid drüber. Aber man braucht ja diese diese, sag ich jetzt mal, dieses bisschen diese Form, wo ich dann ein Kleid drum machen kann, damit ich das hier Sie können, wenn Sie das, äh, Ihre Hände ein bisschen nass machen, kann man das auch ein bisschen perfekter noch. Aber so sieht das schon ganz gut aus, dass ich hier dieses, diesen, dieses Dekolleté benutzen kann für mein... Für mein ähm, hier muss ein bisschen was noch dran. Sie können grundsätzlich bei Harty ist das ja das Schöne, dass man das so verschmieren kann. So, ne, da kann ich nicht reingehen. So, das sieht schon gut aus. Hier habe ich dieses Dekolleté, hier noch ein bisschen mehr dran spielen. Dann modellieren Sie sich einfach Ihre Büste, wie Sie brauchen. So, ein bisschen abfallende Schultern wird die Dame haben. So, und dann, wenn ich hier jetzt gleich mit dem Kleid hier lang gehe, hat sie hier ihren Busen, hier ihre schönen... So, und dann kommen wir hier ans Dekolleté. Das werden wir nicht mehr sehen, das ist alles weg. Was wir brauchen ist, jetzt gehe ich mal ein bisschen mit, ich bin ins Wasser gegangen mit meinen Fingern und schmiere das jetzt ein bisschen mal glatt hier. Ge? So. Und ich würde auch selbst hier nochmal so vielleicht ein paar Haare hier drüber kommen lassen, würde ich schon fast sagen. Oder hier auch nochmal so ein paar Haare. So. Gegenüber steht mir eine, der stöhnt und stöhnt. Ja, was macht sie denn da? So jetzt gucken wir mal noch ein bisschen hier dran. Ja ja, da haben wir die Haare und jetzt geht's da diesen, diesen Zopf. Genau war ich so ein bisschen So die Haare so ein bisschen mit dem Messer hier so, dann sind sie ja nein nichts Spliss so und jetzt glatte Oberflächen kriegen sie immer einmal kurz ins Wasser gehen so das hier dran so ja jetzt hat man so diese so genau hat man hier so ein bisschen so ein Haar noch gemacht so vorne und jetzt setze ich äh, das Kleid drauf ja das heißt, jetzt ziehe ich wieder wieder meine Handschuhe an. Und jetzt nehmen wir diese Gase. Und jetzt geht natürlich hier kein ganzes Kleid. Jetzt geht hier einfach nur was Schönes, sage ich jetzt mal so eine Büste. Und da kann man sich jetzt überlegen. Das ist ein. Ich nehme ruhig das viele, weil und habe ja jetzt hier mit Wasser gemischt, also den Fabric den Stiffener mit 1 zu 1 mit Wasser gemischt und man sieht das ist jetzt direkt natürlich richtig bei, bei so einem Stoff benutzt braucht man so gut wie nichts das ist ein, ein Riesenunterschied, jetzt diese, diese Gase jetzt hier zum Beispiel zu benutzen gegenüber dem äh, anderen ja und jetzt mache ich wieder Sekunde jetzt nehme ich halt wieder den Pinsel und jetzt male ich das erstmal an es ist jetzt auch vollkommen egal ob das schon trocken ist oder nicht, weil das Ganze ist ja noch nass. Ich gehe natürlich jetzt nicht über das Gesicht, sondern wirklich nur über das Dekolleté. Und jetzt überlegen wir mal, wie wir dieses Dekolleté gestalten. Jetzt machen wir hier so, dann gehen wir hier wieder, gehen wir hier wieder zurück, damit das, und hier mache ich es richtig, richtig schön dick, so nach da. Und das Ganze gehen wir noch hier nach oben, oder? Ja. Kriegt sie so ein, so ein Teil kriegt sie an. Und dann gehen wir hier wieder nach da. So. Hier setzen wir dann gleich noch eine Blume drauf. Gehen wir hier wieder nach hier. Aber ein bisschen zu viel. Wir müssen nachher mal überlegen, wenn wir das Ganze so schön raffen, so nach da. Jetzt schneide ich hier mal ab. klebe das hier so. Das sieht schon ganz gut aus. Wie wir das Ende hier machen. Weil sie, wir können ihr ja nicht, wir setzen sie ja nicht komplett hier hin. Hier muss auf jeden Fall noch ein Röschen reingesteckt werden. Noch ist ja das weich. Das heißt, Mitte kann ich das hier hier reinstecken. sieht schon schön aus, gell? Aber was machen wir hier? Machen wir hier eine Schleife? Wie, wie enden wir das Ganze? Wir können das ja nicht. Was man natürlich jetzt machen könnte, ähm, aber das ist so eine Sache das so, ist eigentlich schon sehr schön so ich zeig's mal gell? man könnte ja jetzt wenn man wollte natürlich hier eine Taille machen und dann hier noch ein Kleid runtersetzen was dann im Freien ist aber ich glaube wenn man das Ganze hier dann noch vor, noch ein bisschen passend macht äh, sieht das schon schön aus hier müsste man jetzt nur etwas beenden und ich würde das jetzt beenden mit einer schönen Schleife hier und jetzt muss ich mal gucken ob ich das aus diesem Stoff mache oder ob ich das nee, das ist der der ist mir jetzt hier zu mal gucken, vielleicht geht das doch. Wenn man den so ein bisschen sauberer macht, dass man das einmal so macht, einmal so. Ja, das geht. Sekunde, das geht. Ich muss das halt jetzt ein bisschen ordentlicher machen. So. Das ist ja jetzt alles flexibel man kann es zusammenkleben so ja so lässt man das so dann muss ich aber jetzt hier in der Mitte einmal einmal ja so weil ich habe hier diesen Draht eine Frage ja. hält der Fabric Cardano mit Wasser im Glas einige Tage ja, also, wenn man muss es dann schon zubinden, also der trocknet ja, gell? Also, der sollte dann schon luftdicht sein. Gell? Wenn sie das jetzt da das ist, ist das trocknet ja fest, gell? Das darf man nicht vergessen. Gell? Das, wenn man jetzt eine Klarsichtfolie drüber tut oder in eine Dose, Nee, ja, das gefällt mir nicht. So müsste die Schleife sein. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob die, ich die Schleife aus dem gleichen Material haben möchte. Nee, Sagt mal was dazu. Lieber eine Spitzenschleife, oder? Lieber was aus Spitze. Ah, wo haben wir was? Hier. Okay. Oder? Lieber aus Spitze hier so eine Schleife dran, für eine feste. Huh? Ja? Oder aus einem geschlossenen Teil. Okay, was brauchen wir dann? Eins, zwei und so. Okay. Auch wieder hier drin richtig schön und jetzt wieder ein bisschen damit das auch klebt hier drauf. Tue hier so nach da, gell? so ja. Alle sagen Spitze, ja. ja, 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 ist schöner auch so. Ja, jetzt muss ich jetzt das so ein bisschen formen. Ja, das kann dann die, diese Falten hier auch behalten. Aber da muss ich es zumachen. Okay, also zack ich. Zack ich. Hier genau das gleiche. Brauche ich wieder eine Blume. Weil die den Draht hat. Muss man schön in die Mitte. Also einmal diese Schlaufe. Einmal diese Schlaufe da drüber. Nicht zu groß. bisschen kleiner machen diese Schlaufe. Ja. Und dann in der Mitte nehme ich diese Rose und da die den Draht hat, werde ich das mit dem Draht schön zumachen. Und jetzt gucken, dass diese Schlaufen hier drauf. Das muss wird. Man darf nicht vergessen, das wird richtig hart alles. Deswegen will ich diese. Schlaufe hier so und das auch hier so, und dann kann hier die Falten, Falte, Falte. Das kann ruhig da hier, Falte, Falte, so, so. Ja, aber das muss man noch anständig schneiden. So, das klebt da, und das schneiden wir nach da, und das lassen wir mit der Schlaufe. So und so und so kleben, oder? Ja, sicher. ja, und das Ganze ist genau das Gleiche. Das Ganze lassen wir jetzt wieder trocknen und zwar wieder mindestens einen ganzen Tag. Da muss man noch zumachen machen, dass sie nicht nackig da steht. So, genau. Und dann können wir das Ganze anmalen. Und dann werde ich das Ganze anmalen und mal schauen, überlege ich mir, werden wir auch dann sehen. Die Bilder werden alle in meinem Blog gepostet werden. Dann werde ich das Ganze anmalen und dann vielleicht komplett mit etwas machen. Hier, ich weiß es noch nicht. Also irgendwie auf jeden Fall farblich passend zu unserem Zelt und zu der Dame und zu dem ganzen Papierset. Aber das gefällt mir schon gut. Also das finde ich, sieht schon sehr schön aus. So, und... Jetzt haben sie, glaube ich, jede Menge Inspirationen bekommen, richtig? Und wo sind denn unsere Gewinner? Ja. Hast du schon eine Liste mir gegeben? Okay, ich bekomme ja gar nichts mit dir. So, da, da ist sie. Das heißt, heute, die zwei schönen Uhren gehen einmal. Ja, genau, bring mir gerade die Uhr. Oder, oder du gehst drauf mit der Kamera. Ja, genau. Er geht gerade auf die Uhr. Die zwei schönen Uhren. Die eine Uhr geht an Frau Cornelia Gerteloff. Herzlichen Glückwunsch. Und die andere geht an Frau Angela Hoffmann. Ebenfalls. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt gehen die zwei Leuchttürme. Diese kleinen Teilchen für alle, die maritim lieben. Ein Leuchtturm geht an Frau. Petra Joas, herzlichen Glückwunsch, und an Frau Susanne Kort, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es drei Papiersets mit zweimal den Schmucksteinen. Einmal an Andrea Peipe, ebenfalls herzlichen Glückwunsch, an Renate Burdo, herzlichen Glückwunsch, und an Petra Lemier, auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie werden sehr viel Freude damit haben. So, jetzt sind wir, glaube ich, langsam an unserem Ende, richtig? Noch fünf Minuten, sagt man mir. Noch fünf Minuten, ja, aber jetzt glaube ich, kann ich auch nicht mehr. Gibt es noch eine Frage, vielleicht oder so etwas? Keine Frage. Alle wunschlos, glücklich. Okay. Wenn alle wunschlos glücklich sind, dann würde ich hiermit beenden. Und äh, sie, es gibt äh, die Sachen, wenn sie fertig sind, werden alle beim, natürlich noch auf dem Blog erscheinen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie keine Fragen mehr zu dem Fabric Stiffener haben. Falls doch, einfach Fragen, dann je nachdem kann ich dann auch noch mal ein Anleitungsvideo dazu machen. Und sonst wird es dann entweder am 23. oder am 30. wird es dann noch mal ein Livestream geben, in dem ich ähm, dreidimensionale Blumen gestalte. Die sehen ganz echt aus. Es ist ganz, ganz einfach. Und zwar wird das mit dem. Mit einer Modellierpaste gemacht. Ich werde Ihnen das aber alles ausführlich zeigen. Es ist ganz leicht und da kann man sich ganz, ganz tolle dreidimensionale Bilder machen, ähm, gestalten und äh, ach, es ist einfach nur ein Traum. Oder auch auf Vasen oder sonst irgendetwas gestalten. Das gibt es dann an den und dann bei dem Livestream, also vor dem Livestream im Juni. Wird es jede Menge Videos geben, weil ich unter anderem auch äh, kleine Kuchen, also kleine Törtchen und einen Kuchen mit unseren neuen Moldformen gestaltet habe? Und da werde ich darüber auch nochmal ein Video machen und natürlich auch das Rezept dafür ähm, geben. Dann können Sie sehen, wie das geht. Das ist ganz, ganz toll und ganz, ganz, ganz lecker, werden die sein. Und dann für alle, die vielleicht auch mal gerne backen oder mal gerne mal ein bisschen was anderes auch mit den Moldformen machen, wird das auch noch kommen. Und natürlich die ganzen normalen Sachen, ganz besonders Theater, da gibt es, ach da muss ich noch fragen, da gibt es, da werden wir auch diese MDF-Teile haben, sodass sie das, das Theater so richtig groß machen können. Und äh, da gibt es die passenden Papiere mit dem passenden ausgelaserten ähm, Theater, dass man hinten auch diese Kulissen verändern kann und vorne die ganzen Lasercuts wird es geben und dann basteln wir das Ganze auch noch in alten Büchern und da gibt es dann auch äh, alle Anleitungen für also da wird es eine Menge Videos im Juni geben wir sind also volle Pulle dran da am arbeiten und äh, da wird es sehr viel Spaß haben aber jetzt sehen wir uns erstmal am 10. Mai um 9 Uhr einzige Stunde und danach dann in all diesen anderen Livestreams und Videos Vielen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch all die Gewinner und bis dann. Ciao.